Bonn. Ach, wie schön. Haben wir schon lange nicht mehr. Haben wir lange nicht mehr gedacht. Und es ist nach wie vor nicht lustig. Und auch nur für Leute verständlich, die damals schon ferngesehen haben und so verzweifelt wie ich bei den drei Programmen einfach alles geguckt haben, was da war. Unter anderem die Tagesschau. Da wurde nämlich früher nicht Berlin gesagt, sondern Bonn. Und auch meiner Meinung nach so mit diesem Bonn in diesem Ton, was Quatsch ist. Heute reden wir über den Erfolg der Rechten im Netz und wir haben uns zwei Fachkräfte dazu eingeladen. Keine Rechten, wie immer, sondern die Nora Hespers. Guten Abend. Hallo. Hallo. Und Gavin Karlmeier. Guten Tag. Hallo. Hallöchen. Genau. Und das ist mal wieder ein wahnsinnig deprimierendes Thema, denn wie der Titel schon sagt, die Rechten haben im Netz Erfolge. Das ist Kacke. Und ich weiß gar nicht, wie man da anfangen soll. Wir können natürlich jetzt erstmal die ersten 10 Minuten alle sagen, wie scheiße wir das finden. Das wäre eine Option. Wir können aber auch versuchen, überhaupt erstmal zu klären, was meinen wir denn mit die Rechten, Alexa? Ach, danke. Bam. Vielen Dank. Ich wollte letztes Mal so gerne Karneval definieren und da durfte ich nicht und jetzt muss ich wieder was definieren. Das sagst du mir jetzt? Alexa, ja. Red doch mit mir, sag doch, ich möchte Karneval definieren. Also nicht heute jetzt, das ist jetzt vorbei. Du darfst heute nicht mehr Karneval definieren. Überraschend. Yes. Also, die Rechten. Ja. Wenn wir den Dirk van den Boom da hätten, dann würde er uns jetzt erstmal eine Standpauke halten und sagen, das, was wir eigentlich meinen, sind Rechtsextreme. Und sagen, dass rechts im politischen Spektrum schon auch demokratisch sein kann, obwohl man es ganz fürchterlich findet und sehr, sehr viele politische Strategien und Ansichten dahinter stecken, mit denen wir uns, denke ich mal, nicht so gut identifizieren können, aber dass es eben auch das Rechts seinen Platz hat. Nun haben wir aber in der letzten Zeit ein Problem nicht mehr nur mit Rechtsradikalen, weil selbst das müsste eine Demokratie noch aushalten, weil die immerhin noch auf dem Boden der demokratischen Ordnung stehen, sondern mit Rechtsextremisten, die sich mitunter auch gerne mal demokratisch wählen lassen, aber keine Demokratie im Sinn haben. Und gerade diese Menschen und diese Parteien, um die es da geht, ich nenne mal lockerflockig die AfD beim Namen. Verrückt. Verfolgen sehr, sehr zielgerichtete und sehr, sehr gut aufgestellte Strategien im Netz seit einiger Zeit. Und eigentlich habe ich mich neulich mal gefragt, seit wann das eigentlich so ist, wann die damit angefangen haben, sich auch im Netz so erfolgreich aufzustellen. Ist das jetzt noch? Ja, gerne, Alexander. Eine Sache noch ergänzen, weil mich das so nervt, weil ja, wenn man sich so in den sozialen Netzwerken bewegt, was ich versuche zu vermeiden, das aber nicht kann, ist ja inzwischen so der Neuturn, dass alles rechts genannt wird und alles, alle sind Nazis und das ist ja komplett neu und früher hat es das ja alles nicht gegeben und früher wäre man nichts rechts gewesen, das sei eine ganz neue Entwicklung. Da will ich nur noch einmal darauf verweisen, dass diese Einordnung in ein politisches Raster und das Rechts eher für das Konservative steht, eigentlich so aus der Zeit der Französischen Revolution kommt. Das ist nämlich schon alles uralt, weil da war es tatsächlich so, dass diejenigen, die so dem alten System noch angehangen haben in der Revolution, die das jetzt nicht so gut fanden, dass der Adel in seinen Rechten beschnitten wird, die haben im ersten französischen Parlament auf der rechten Seite gesessen, weil sie das gerne wollten. Das heißt, da war schon sozusagen konservativ örtlich mit rechts besetzt und da kommt das her. Also das ist jetzt keine neue Entwicklung von uns Links-Grün-Versifften, die alle mit rechts beschimpfen. Das ist eine ganz, ganz, ganz alte Einordnung und das ist einfach wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil immer so getan wird, als ob das jetzt was komplett Neues sei, dass man Menschen mit rechts... Das ist ja auch nicht schlimm. Alex hat es ja gesagt, rechts ist ja erstmal per se noch demokratisch. Demokratisch, genau. Darf ich mit einem ganz wilden Hot-Take einsteigen? Wir haben ehrlich gesagt deswegen dich eingeladen, weil du gesagt hast, ey, aber ich steige mit einem ganz krassen Hot-Take ein. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir lassen 5 gerade sein, das ziehen wir jetzt durch. Gavin, haus raus, ich bin so gespannt. Und zwar, weil Alexa gerade die Frage aufgeworfen hat, seit wann eigentlich die Rechten die Plätze im Internet so bevölkern. Mhm. Ich habe da gerade so drüber nachgedacht, weil
Eigentlich seitdem ich denken kann, bin also sehr doll links sozialisiert, ich habe in autonomen Zentren meine Jugend verbracht und so. Und fast immer war es so, dass das, was in den Linken gerade en vogue war, 5 Jahre später von den Rechten okkupiert wurde. Also da, das fängt mit Kleidung an, mit Musik, mit Verhaltensweisen. Es gab dann irgendwann diese autonomen Nationalen, die sich gekleidet haben wie linke Hipster, die aber knallhart Rechtsaußenthesen vertreten haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das im Fall von Twitter beispielsweise sich ähnlich verhalten hat. Also auch da war es eigentlich so, dass das relativ lange eine ziemlich linksliberale Bubble war, die sich da so bewegt hat, die dann irgendwann immer weiter sich geöffnet hat und dann eben irgendwann auch eben von rechts okkupiert wurde. Ist aber jetzt, wie gesagt, ein steiler Hot-Take, der so total anekdotisch von mir herrührt. Ja, wenn man es aber jetzt... Wenn man es jetzt aber historisch betrachtet, dann sind auch viele der sozialen Disruptionen, die unsere Gesellschaft so erlebt hat, sind irgendwie von links irgendwann ins Rechte gerutscht. Und das fängt ja schon an mit bezahlten Krankenarbeitstagen zum Beispiel oder bezahlter Lohnurlaub oder was auch immer. Alles linke Thesen, die dann irgendwann von dem vom rechten Spektrum okkupiert und dann als neue Idee verkauft wurden. So, die Hot Takes, Ende. Ja, das war's. Nora, siehst du das ähnlich? Oder? Ich habe mich gerade gefragt, ob das auch damit zusammenhängt, wie in sozialen Netzwerken dann Algorithmen auch die Verteilung übernommen haben von dem, was eigentlich ausgespielt wird. Also ob man vorher einfach wenig Berührungspunkte hatte mit Rechten, mit Rechtsextremen und diese Berührungspunkte eben dazugekommen sind, weil Sachen viral gegangen sind, weil sie einer breiteren Masse ausgespielt worden sind, weil Algorithmen einfach anders gesteuert haben, wie in unsere Feeds irgendwelche Themen reingespielt werden, wie kuratiert wird oder so. Und ich glaube, dass das auch eine sehr unterschiedliche Erfahrung ist von ganz verschiedenen Menschen. Also es gibt Menschen, die haben total viele Berührungspunkte mit Rechtsextremen, mit Menschen, die wirklich im Netz sind, um da bewusst und gezielt zu stören, Hass zu verbreiten, Menschen einzuschüchtern, zu doxen und wirklich ganz wildes Zeug zu machen. Und die hatten immer schon bestimmte Ziele und man hatte das Gefühl, man konnte dem sehr lange eigentlich gut entgehen. So, und irgendwann war das dann halt nicht mehr so. Also ich habe am Anfang Twitter nicht so exzessiv genutzt, ne? Und je stärker ich sozusagen in diese algorithmische Empfehlung gekommen bin, desto häufiger hatte ich dann auch Kontakt mit Leuten, die entweder ganz konträre Ansichten hatten oder nur da waren, um irgendwie Beleidigungen zu posten. Das war vorher nicht so. Und möglicherweise hat es auch damit zu tun, wie eben algorithmisch gesteuert worden ist, wie das, ne, verbreitet worden ist, wie Viralisierung funktioniert hat. Deswegen, Gavin, weiß ich nicht, ob man das so eins zu eins, also ob man das so, weißt du, so, wie heißt das, kausal, also ob man da so einen Kausalzusammenhang bilden kann oder ob man da nicht mehrere Faktoren einfach hat, die damit ineinander greifen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich eine hundertprozentige Überzeugung dieser These gehabt, hätte ich sie, glaube ich, nicht als Hot Take eingeleitet. Weil natürlich, Jetzt ruderst du halt wieder zurück. Es ist eben nicht monokausal und das ist sicherlich nur eine von vielen Faktoren. Das Internet ist halt nicht irgendwie ein kleiner Unterteil der Gesellschaft, sondern es ist halt einfach ein Raum, der benutzt werden kann von allen Teilen der Gesellschaft und auch genutzt wird. So, also, ich finde, der Noras Hinweis auf die Algorithmen, also ich bin mir sicher, dass da irgendwo was drin steckt, denn wenn du dir so ein typisches, die von mir früher so viel gehassten Foren, wenn du dir sowas anguckst, da hast du natürlich immer eine Menge Mansplainer und Gatekeeper und alles das gehabt. Und ja, ich meine die alle männlich, weil ich habe nie weibliche Spezies kennengelernt, die solche Dinge tun. Gibt's bestimmt. Ich habe keine gesehen. Also da waren schon jetzt auch nicht immer die nettesten Leute, aber so Nazi-Kack oder so, das war wirklich minimalst. Da kann man sich fragen, haben die da noch nicht hingefunden? Waren die irgendwie zu blöd, um ein Passwort einzugeben? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht wahrgenommen in diesen Sphären, in denen ich mich da bewegte. Fantasy, Buch, Kram und so weiter und so fort. Habe da nie was mitbekommen. Und kaum ging das irgendwie mit dem Social Media los, wo es dann nicht mehr nur darum ging, ich sehe alles, wie soll ich das sagen, ich sehe alles gleichwertig, höchstens nach Datum sortiert. Jetzt plötzlich sehe ich Dinge dann zuerst, wenn sie viel Erregung
in irgendeiner Richtung erzeugen. Also egal, ob das jetzt Leute total toll fanden oder ob sie es total scheiße fanden, das, was am meisten Erregung erzeugt hat, habe ich dann sehr bald bei Facebook als erstes gesehen. Und was erzeugt am meisten Erregung? Eben Dinge, über die man sich trefflich streiten kann oder wo Leute sich wahnsinnig aufregen und viele Ausrufezeichen drunter schreiben. Ich glaube schon, dass das muss eigentlich doch eine Rolle spielen, oder? Was sagt denn? Könnte mal überlegen, ob es mit dem Hate-Emoji oder dem Wut-Emoji, also es gab ja früher Daumen hoch, ja, oder ein Sternchen, jetzt gibt es Herzchen bei. Gibt es bei X immer noch Herzchen, Gavin? Ich war da lange nicht mehr. Ja, aber auch schon seit 2015, glaube ich. Ja, aber es kann ja sein, dass sie mittlerweile irgendwie ein X oder so, weißt du, dass das Emoji zum Pfeffen irgendwie verändert haben. Was weiß ich, was denen alles so einfällt. Nee, aber das mit dieser Scheinauswahl von Emotionen, das zeigt ja schon, also dadurch, dass Emojis dazu gekommen sind, wofür oder wie das Ganze funktioniert, nämlich über eine starke Emotionalisierung. Und als dann sozusagen eingeführt wurde bei Facebook, ich kann nicht nur einen Daumen hoch machen, sondern auch Herzchen verteilen, lachen, weinen, Wut-Emojis und so. Da wurde sozusagen das Spektrum der Emotionen, die ich darstellen konnte, über ein einzelnes Emoji, wurde sozusagen vergrößert. Und dann fing das aber auch schon an, dass sofort eigentlich, dass die ironisch genutzt wurden. Also wir hatten zum Beispiel so Themen, Angriffe auf Geflüchtete, und dann gab es darunter ganz viele Lach-Emojis, ne? So, also wirklich diese ganz zynischen Missbrauch eigentlich von diesen Emojis, wo es da völlig unpassend ist an so einer Stelle. Und das finde ich dann halt ganz interessant, also welche Rolle diese Emotionalisierung spielt und auch die Gelegenheit, einfach ganz schnell mit einem Klick etwas zu äußern, was wirklich zynisch ist. Also ich muss ja nicht mal was schreiben. Es reicht ja schon, so ein Lach-Emoji unter so ein Thema zu setzen. Das ist schon schlimm genug, ja. Genau. Und schon habe ich aber eine Aussage getätigt, ohne mir auch nur die Mühe zu machen, irgendwas zu verbalisieren. Ich verbalisiere was aus dem Chat. Alexa, danach frage ich dich, warum du so verkniffen guckst. Weil ich angestrengt zuhöre. Deswegen. Kann ich gleich beantworten. Malina Frog Choir hat wieder mal, also das ist so verstörende Alias in unserem Chat. Eine Bekannte von mir reagiert sehr viel kritisierend auf rechts, Klammer auf extreme, Klammer zu, Tweets. Jetzt kommt's. Ich bin ihr entfolgt, weil es mich genervt hat, dass ich ihretwegen diesen braunen Müll lesen musste. Ich finde das fast das Problem echt gut zusammen. Und uns ist allen klar, Malina, dass es dir nicht darum geht, dass du deine Freundin blöd findest, dass sie da reagiert. Aber ja, Alexa, löse bitte deinen Gesichtsausdruck auf. Ach so. Ja, ich habe versucht, ihn aufzulösen. Ich lächle jetzt auch. Hat super funktioniert übrigens. Für den Podcast, sie hat die ganze Zeit gelächelt. Ich finde das Thema halt recht unangenehm und habe angestrengt zugehört. Deswegen, zu Recht. Manchmal entgleisen mir da meine Gesichter. Nein, du siehst auch entgleist gut aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin 2010, 2011 zu Twitter gegangen. Ungefähr so in dem Zeitraum. Und ich meine, das sind natürlich Erinnerungseffekte, dass da die Algorithmisierung noch nicht so sonderlich stark war, sondern da konnte man oder hat eine Timeline gehabt bei Twitter von Leuten, denen man gefolgt ist. Und am Anfang war das so, dass ich 50 Leuten gefolgt bin. Ich konnte 50 Leuten, bin morgens in die Bahn eingestiegen als Pendler, und dann habe ich gelesen, was haben alle meine 50 People gemacht. Dann habe ich das kommentiert und dann war ich fertig. Und dann hatte ich irgendwie meine WhatsApp-Gruppe damals international irgendwie abgearbeitet. Und tatsächlich finde ich, was du sagst, Nora, auch so, dass in dem Moment, wo durch eine Algorithmisierung, die ja bis heute nicht so wirklich klar ist, Emotionen sind wirksam, das wissen wir alle. Und dadurch werden die Dinge nach oben gespült, weil Reaktionen auf irgendwelche Nachrichten dann belohnt werden natürlich. Da hat sich sehr, sehr viel verändert ab da. Das war aber noch nicht unbedingt in meiner Wahrnehmung zumindest so dieser krasse Rechtsdrall, sondern da kamen andere Themen dann rein. Das war sogar mitunter ganz interessant, weil man plötzlich gesellschaftliche Themen mitbekommen hat, wo man nicht so involviert war. Also wenn es jetzt irgendein wichtiges Fußballspiel gab, Fußball war nie ein Thema von mir, habe ich das aber mitbekommen. Weil dann plötzlich irgend so ein Trend da war. Bin da allen entfolgt, entfolgt sofort, bei Fußball sofort, blockieren. Ja, man kann auch mit der entsprechenden App, kann man Hashtags muten oder so. Aber es hat zumindest, also ist ja nur ein Beispiel. Und dann hat sich das immer weiter verändert. Dann war es natürlich gut, um politischen
Ereignissen zu folgen. Da war es auch wichtig, dass man das in einer chronologischen Reihenfolge lesen konnte. Und das hat sich jetzt ja komplett aufgelöst. Und ein Großteil dessen, was mir so passiert, und Threads ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich muss dann immer gucken, denke, wieso schreibt Tommy über eine Sendung von vor 3, 4, 5, 6 Tagen? Dann fällt mir wieder ein, ach nein, Threads möchte mir ja Informationen empfehlen, weil sie gut für mich sind. Ich muss aber das erst wieder von Hand umstellen. Also jedes Netzwerk funktioniert hier da auch inzwischen anders. Mastodon ist ja eins, was nicht algorithmisiert. Also da kann man der Timeline noch folgen. Aber das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Ich hätte noch mal eine Frage, so eventuell, weiß ich nicht genau, zur Entstehung dieses ganzen Phänomens. Welche Rolle glaubt ihr denn, spielt 4chan in dieser ganzen Geschichte? Stimmt. Weil ja zum Beispiel, was QAnon angeht, da sicherlich 4chan so eine Ursuppe gewesen ist, wo der ganze Kram einmal hochgekocht ist. Glaubt eine riesengroße. Also es gibt sogar Geschichten darüber, dass die ganze Verschwörungserzählung um Pizzagate eigentlich ein Scam war, der auf 4chan erfunden wurde und sich dann so lange weiter verbreitet hat, bis Leute diese Geschichte geglaubt Gavin, haben. Gavin, entschuldige, also, kannst du das... also erklären. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, bitte nur deutsche Wörter verwenden, aber das kam so schnell... Kannst du das ein bisschen elaborierter... Ja, also es gibt eine Verschwörungserzählung, in der, bei der es darum geht, dass im Keller einer Pizzeria, vermutlich in Washington, aus Kinderblut ein Stoff extrahiert wird, Adenochrom heißt der. Und diese Geschichte, also da, ich muss sie jetzt nicht viel weiter ausführen. Das reicht mir schon, mir ging es um den Rest. Ja. Und diese Geschichte, die hat sich halt zunächst auf 4chan verbreitet und es gibt so die Theorie, dass das auch durchaus als Scam, als Witz, whatever, wie auch immer man das nennen möchte, dort bewusst gestreut wurde und es nicht von vornherein geplant war, dass es tatsächlich als Verschwörungserzählung auch geglaubt wird. Und um noch ein bisschen weiter zu spinnen, ich glaube, es gibt einige von diesen Verschwörungserzählungen, die auf so eine Art entstanden sind. Nicht zwangsläufig bei 4chan, aber irgendjemand hat sich gedacht, ich trolle jetzt einfach mal und plötzlich hat irgendjemand angefangen, das zu glauben. Hoxilla, sagt dir kurz das, was ihr da immer dazu sagt, bitte. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, sich eine Verschwörungserzählung auszudenken. Bitte. Das ist ja immer... Als Spaß, Experiment. Wir bekommen immer mal wieder eine Anfrage, hey, wir haben eine super Idee, wir wollen mal so ein Experiment machen und wollen uns eine Verschwörungserzählung ausdenken. In Schulen zum Beispiel auch, ne? Ja. Für Schulprojekte, wo wir dann immer sagen, lasst es bleiben, weil das dauert spätestens ein Jahr und dann ist es eine echte Verschwörungserzählung. Damit kann man nicht spielen, das ist wie Feuer, das mit Zündhölzern, man spielt damit nicht. Können wir ganz kurz, also kann man das irgendwie knapp zusammenfassen für die das nicht wissen, was 4chan ist oder war? Ich kann das mal versuchen. Also 4chan ist eigentlich, also um noch einen Anglizismus zu verwenden, den erkläre ich aber direkt, ist ein Imageboard. Also es ist eigentlich die von dir angesprochenen Foren damals im Internet. Es ist eigentlich ein Ort, auf dem ich Inhalte verbreiten kann, die dort von anderen gesehen werden können. Und das relativ niedrigschwellig. Also ich brauche keinen richtigen Anmeldungsprozess, mir reicht irgendein doofer Nickname und ich kann drauf losposten. Und dort, das Problem bei 4chan ist, dass das so die Keimzelle, glaube ich, von Radikalisierung ist. Das ist ein Zuhause für Leute, die sich sozial abgehängt fühlen und denken, ich verrenne mich dort, trink drei Dosen Energy Drinks und sitze die ganze Nacht vorm Rechner und denke mir Dinge aus und verbreite sie bei 4chan. Du findest da von Gore-Inhalten, also von Inhalten, die Gewaltdarstellungen beinhalten, Memes, die rassistisch sind. Da ist alles drin, was du dir vorstellen kannst im Internet, findest du bei 4chan. Also es ist sozusagen... Es ist der böse Zwillingsbruder von Reddit. Mittlerweile dicht, oder? Also vorher gab es ja 8chan und so. Also da kann man doch, glaube ich, in der Form nicht hingehen. Was ich gerne noch hinzufügen wollte die ganze Zeit ist, dass sich da natürlich auch Verschwörungserzählungen verbreitet haben, die dann dazu geführt haben, dass Menschen sich derart radikalisiert haben, dass es zu Attentaten gekommen ist. Also auch der Attentäter von Christchurch soll sich vor allen Dingen auf 4chan radikalisiert haben. Und von daher glaube ich, also ich glaube, das ist ganz wichtig, das mitzuerzählen. Es geht ja nicht nur, also nur in Anführungsstrichen, um diese Verschwörungserzählungen, die dann irgendwie eskalieren, sondern es geht wirklich darum, dass es zu Massenmord an Menschen kommt durch die Radikalisierung, die da stattfindet. Und da ist ein ganz entscheidender Punkt, ist, dass auf 4chan eben nicht moderiert wird.
Also wenn wir über Social Media reden, müssen wir zwingend immer über Content-Moderation reden. Und ich weiß, es kommen wieder Leute um die Ecke und schreien Zensur, aber es ist total wichtig, dass ein Social Media, also ein soziales Netzwerk, auch soziale Regeln hat. Ja? Wir haben alle miteinander soziale Regeln und wenn wir im Miteinander gut klarkommen wollen, dann gibt es auch Regeln, wo wir sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und die gibt es auch in der Kommunikation. Und die gibt es aus gutem Grund. Ja, und die gibt es in verschiedensten Variationen und die sind in vielen Ländern unterschiedlich. Aber wenn wir ein demokratisches Miteinander wollen, dann müssen wir verschiedene Regeln haben. Und unsere Basis dieser Regeln sind die allgemeinen Menschenrechte. Das heißt, wir verletzen keine anderen Menschen. Wir gönnen, also, ne, die, meine Freiheit endet da, wo sie die Freiheit eines anderen beschneidet und so weiter. Also Basisgedanken. Und das Problem haben wir immer dann, wenn nicht moderiert wird. Und alle sozialen Netzwerke sind immer sehr gerne genutzt worden, auch von sehr vielen Medien und sehr schlecht moderiert worden zu Beginn. Also auf Moderation, auf die Kommunikation ist sehr wenig Wert gelegt worden. Wir haben sozusagen das Sendeverhalten aus den Medien, die wir davor kannten, übernommen, es in die sozialen Netzwerke übertragen und die Kommunikation vergessen oder absichtlich nicht wahrgenommen, weil Moderation in sozialen Netzwerken unglaublich personalintensiv ist. Ja, wir haben immer eine One-to-Many-Kommunikation und im Zweifel ist es eine One-to-Million-Kommunikation, ne? Je nachdem, wie groß meine Community ist, mit der ich da spreche. Und das ist etwas, das essentiell dazu geführt hat, dass solche Radikalisierungen passieren konnten, weil wir das Kommunikationsangebot, das eigentlich Social Media versprechen, nicht erfüllen konnten, weil auf der anderen Seite nicht genügend Leute saßen, die ansprechbar waren. Und das hat auch dazu geführt, dass bestimmte Radikalisierungstendenzen stattgefunden haben. Das konnte man sehr gut sehen an zum Beispiel den Facebook-Seiten ganz zu Beginn von privatrechtlicher Rundfunk, genau, RTL, Sat.1 und so weiter. Die haben sehr viel gesendet. Die haben sehr viel gesendet, was hoch emotionalisiert. So funktioniert dieses Programm, so funktioniert das Geschäftsmodell. Sie haben es aber nicht moderiert, ganz lange Zeit. Da war der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht besser. Die haben aber andere Inhalte gemacht. Wenn ich da kurz direkt dranhängen darf, weil Content-Moderation ist so, dass ich fühle mich da sofort, das ist meine Mission, ne? Und du könntest bei uns Mod im Chat werden, wenn du möchtest. Obwohl, nee, also, ich glaube, die sind alle super natürlich, aber wenn dir langweilig ist. Wir haben auch 22,5 Minuten, bis der eingeladene Gavin Kalmer den Namen Elon Musk fallen lässt. Aber Elon Musk hat ja erst in der vergangenen Woche in dem Interview mit Don Lemon hat er diesen Satz geprägt den ich für so wahnsinnig falsch und fürchterlich halte, aber ich muss ihn nennen. Er sagt, Moderation ist das Propagandawort für Zensur. Und wenn das die Leitlinie ist, die der Besitzer einer dieser Netzwerke sozusagen nach außen trägt, dann da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll zu widersprechen. Also doch, ja, ganz am Anfang. Zum Beispiel 4chan, muss man sagen, ne? Das ist einfach krass. Man muss aber auch dazu sagen, dass Elon Musk übrigens ein Kandidat wäre, der 10 Jahre früher mit Sicherheit auch auf 4chan ein Publikum gefunden hätte. Ich finde das auch nochmal, oder willst du unterschreiben, ich habe ja in mehreren Körperschaften öffentlichen Rechts gearbeitet, Anstalten, wie ich also gerne immer sage, oder bin da jetzt nicht mehr. Da gab es dann ja auch irgendwann so in den 2000er Jahren so ein, dann wurde die Tür aufgerissen und irgendwer sagte, wir müssen auf Facebook oder so. Irgendwer hatte also so lief das da. Ja. Ja. Irgendwer hatte ich war Gedanken. So einer übrigens. Ich war ja, nee, das war irgendwer aus der Geschäftsetage. Also Leute wie du wurden da ja nicht gehört. Ja. Das musste ja jemand aus der Geschäftsführungsetage sein, der was zu sagen hat. Das war ja der Punkt. Damit unterstellst du ihm Gavin, dass er nie was zu sagen hatte. Das finde ich. Doch, der viel zu sagen, aber mit solchen Anstalten hätte man ihn nicht gehört, wollte ich damit nur sagen. Was zu dem Problem führt, was ich jetzt gerade sage, damals. Weil da gab es dann so Leute wie mich, die dann als Bedenkenträger tituliert wurden. Das habe ich mehrfach gehört, weil ich dann gesagt habe, können wir gerne machen. Dann müsste es aber eine Mitarbeiterin geben, die dann Vollzeit diese Social-Media-Kanäle moderiert. Und dann hieß es, wieso das denn? Dann habe ich gesagt, naja, weil das halt im Zweifelsfall sehr, sehr viel Arbeit ist. Und dann ist ja auch die Frage, was ist mit juristischen Dingen? Gerade bei einer Körperschaft öffentlichen Rechtes, bei der ich gearbeitet habe, da werden auch juristische Anfragen gestellt. Ja, das dürfen die Leute nicht. Ich sage, ja, aber wenn... Das dürfen die Leute nicht? Ja, ernsthaft. Das ist großartig. Ja, dann machen die das natürlich auch nicht.
Das geht ja nicht. Ich sage, ja, aber das machen die. Und was machen die dann? Lassen sie stehen, löschen sie es, dann heißt es, den Körperschaft löscht nach. Da muss also jemand, ja, aber das kann ja gar keiner leisten. Ich sage, doch, jemand, der das Vollzeit macht, im besten Fall im Schichtbetrieb. Weil Leute, nicht immer so destruktiv, Herr Waschkau. So, also das zeigt schon in so einer kleinen Körperschaft mit 200 Leuten, wo die Probleme gelegen haben. Dann haben die natürlich alle Facebook-Seiten gemacht und haben da am Ende nichts gepostet, weil es viel zu viel Arbeit war, A, Content zu erstellen und B, sich dann damit auch noch rumzuplagen, dass Leute da was zu schreiben. Und das wird ganz, ganz häufig und sehr stark unterschätzt, dass Content-Moderation ein Fulltime-Job ist. Und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Hakendran-Folge, ob das sogar die war mit euch beiden oder wo du mit der Dame vom Deutschlandfunk gesprochen hast, Kevin, wo es auch darum ging, dass es nicht nur darum geht, dass das jemand macht, weil das ist ja die geniale Idee. Ja, Werkstudenten, PraktikantInnen, die sind ja billig, da kostet die Arbeitskraft ja nicht viel. Da gibt es auch gute, falls jemand jetzt im Chat gleich schreibt, ich bin Praktikant, ich mache einen super Job. Aber lass mich weiterreden, lass mich weiterreden. Ich sag's lieber vorher. Die werden dann aber eben nicht betreut, das ist genau der Punkt. Die werden dann da in diesen Hate-Topf reingeschmissen, da gibt's keine Supervision, da gibt's keine Betreuung, die werden nicht aufgefangen. Und die werden dann da verbrannt. Und das ist für viele ein Einstieg in diesen Arbeitsbereich, der auch oft dann der Ausstieg ist, weil sie sagen, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht leisten. Kevin, kurz? Kurz dazu zwei kurze Gedanken. Der erste Gedanke ist, das stimmt alles, was du sagst. Content-Moderation oder Community-Management ist da eigentlich, glaube ich, eher der richtige Begriff in dem Fall. Community-Management ist keine Einstiegsstelle. Das ist kein Job, den man macht, um dann in der Redaktion richtige Arbeit zu leisten. Sondern in dem Moment, wenn man Community-Manager ist, du bist eigentlich auf derselben Stelle, auf demselben Level wie ein Pressesprecher, eine Pressesprecherin. Weil alles, was du kommunizierst, jede Antwort auf eine Nachricht, jede Antwort auf einen Kommentar, ist das Kommunizieren dieser Marke. Und das wird missverstanden in vielen Unternehmen, dass man da sagt, die Werkstudentenstelle macht ein bisschen Instagram-Kommentare. Das funktioniert auf gar keinen Fall, sondern Community-Management und Moderation ist einer der wichtigsten Jobs, die du in diesem ganzen Konstrukt da überhaupt haben kannst. Weil heute ist Weltjogginghosentag, das kann jeder da hinschreiben. Aber damit umzugehen, wenn 600 Nazis darunter kommentieren, das ist ja eigentlich die tatsächliche Aufgabe. Aber ich glaube, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Baustellen. Die eine Baustelle ist, wie gehen wir mit der Community um, die bei uns kommentiert, bei uns auf der Seite? Und die andere Frage ist, wie geht das Netzwerk mit der Verfolgung von Regularien um, mit der Verfolgung von auch Gesetzeswidrigkeiten, die hier passieren auf diesem Kanal, mit Verstößen? Wie gehen diese Netzwerke damit um? Und im Fall von X ist es zum Beispiel so, die Antwort ist gar nicht mehr. Genau. Ja. Tatsächlich ist es so, dass wir dafür, dass wir gerade hier diesen Stream machen, den wir ja immer machen, erstaunlich strukturiert sind, denn wir haben tatsächlich zwei Themen gerade relativ erschöpfend behandelt, nämlich erst den Algorithmus, allgemein verständlich, und jetzt die Content-Moderation. Ich bin noch nicht fertig mit Algorithmen. Ich bin auch noch nicht fertig mit Algorithmen. Ich bin auch noch nicht fertig mit Content-Moderation. Oh shit, alles klar. Dann, wer möchte zuerst? Lass uns einfach wieder von vorne anfangen. Nora. Ich finde es frustrierend. Leg los. Gavin hat ja gerade darauf hingewiesen, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Content-Moderation und Community-Management. Und das ist total wichtig, weil Content-Moderation findet da statt, wo Inhalte in Netzwerke hochgeladen werden. Das heißt, und da haben wir wirklich ein großes Problem. Es wird so viel Mist in soziale Netzwerke hochgeladen, den wir zum Glück nie zu sehen bekommen. Also mitunter ja, weil es dann durchrutscht, aber ne, den Menschen schon vorher rausfiltern, ja, dafür gibt es auch KI, dafür gibt es auch irgendwie technische Unterstützung, aber am Ende sitzen da Menschen, die müssen eine Entscheidung darüber treffen, ob ein Video, in dem wirklich ein Tier gequält wird, in dem Kinder missbraucht werden, in dem Menschen ermordet werden und so weiter, das Land, das wird alles versucht hochzuladen, dass die müssen entscheiden, die müssen sich das angucken und die müssen das runternehmen. Ja, also es gibt wirklich richtig krasse Sachen und diese Content-Moderation ist häufig ausgelagert und es gab einen fantastischen Film, den möchte ich an der Stelle schon empfehlen, The Cleelers, kann man sich angucken und dann sieht man auch, was das mit Menschen macht. Also dieser Bodensatz dessen, was Menschen an Schlechtigkeit hervorbringen können, ne, den müssen die sozusagen rausfiltern. Und das hat einen ganz, ganz krassen Einfluss auf die Psyche der Menschen, die das machen müssen. Und das sind sehr häufig stark unterbezahlte Menschen in Ländern, in denen es sonst nicht viele Chancen und Arbeit gibt für junge Menschen. Also in denen es ansonsten eine große Perspektivlosigkeit gibt. Und das ist wirklich, wirklich krass. So. Und trotzdem war das ein Geschäft und trotzdem haben da Menschen von gelebt. So, in dem Moment, als Twitter zum Beispiel gesagt hat,
Content-Moderation, die Kohle sparen wir uns, sind ganz viele Menschen arbeitslos geworden, auf die wir nie geguckt haben, die nie in unserem Bewusstsein waren und die uns danach auch völlig egal waren. So, das muss man auch dazu sagen. Also da, dass wir hier ein Privileg, also dieses Privileg haben, uns in Anführungsstrichen nur mit Rechtsextremismus rumschlagen zu müssen, das liegt daran, dass Content-ModeratorInnen ganz viel Scheiße aus dem Netz fischen. Das ist ein sehr wichtiger Beitrag, von dem ich keine Ahnung hatte, aber der natürlich total Sinn ergibt, wenn man ihn erklärt. Gavin, du hattest auch noch einen Hinweis, der uns ein bisschen zurückschlägt. Ja, Algorithmen. Geil. Das ist ja noch weiter jetzt. Okay, cool. Hau raus. Und zwar die These, wir sind erschöpfend über Algorithmen hinweggegangen, da bin ich noch nicht, weil ich glaube, dass Algorithmen. Habe ich ja jetzt in dem Sinne nicht gesagt, das möchte ich mal sagen. Aber gut. Es klang so, klang nur phonetisch ähnlich. Und zwar. Schöpfend habe ich gesagt. Los jetzt. Genau. Schöpfungshöhe hast du gesagt, glaube ich. Und zwar, ich glaube, dass Algorithmen, und ich möchte das eigentlich nicht sagen, weil ich. Also, ihr habt vorhin über Twitter zum Beispiel gesprochen. Wann wurde Twitter algorithmisch? Und man muss dazu sagen, das richtige Neue, das neue algorithmisch, das ist Twitter erst seit anderthalb Jahren, also erst seit Elon Musk das übernommen hat. Und das ist diese TikTokisierung des Internets, die wir gerade erleben, bei der es nicht mehr darum geht, also gegen eine algorithmische Sortierung der Timeline habe ich nichts, weil eine algorithmische Sortierung der Timeline macht, dass diese 50 Peoples, denen ich zum Beispiel folge, die Alexander da vorhin genannt hat, dass diese 50 People, denen ich folge, dass dessen Inhalte mir so sortiert werden, dass ich jemand hat geheiratet ganz oben sehe und jemand trinkt gerade Kaffee ganz unten. Das ist die Idee von einer algorithmischen Sortierung. Ja, was immer andersrum. Na gut. Naja, aber du weißt. So, die Instagram-Timeline zum Beispiel funktioniert ja auch im Grunde immer noch so. Da sind wenig Empfehlungspunkte drin, sondern es ist eigentlich vor allem eine Sortierung. Bei Facebook ist das schon länger nicht mehr ganz der Fall. Bei Twitter, also X, ist das heute gar nicht mehr der Fall. Bei TikTok war das nie der Fall und YouTube geht gerade auch komplett davon weg. Und da ist man jetzt an dem Punkt, es ist egal, wem ich folge, wessen Inhalte ich sehen möchte, sondern es geht nur noch darum, welche Inhalte für mich interessant sein könnten aus dem Pool von allen Inhalten, die es am Ende gibt. Und das ist, glaube ich, der Kern des Übels, weil das dazu führt, dass diejenigen, die mit ihren Inhalten, ich sage mal so, verkürzende Antworten auf komplexe Fragen geben, emotionalisierende Impulse geben, dass die natürlich bestehen gegen alles, was ein bisschen tiefer hat, die eben nicht so den ganz schnellen Klick, den ganz schnellen Reiz zur Interaktion auslösen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und was ich gleich, Nora, geht gleich los. Was ich auch interessant finde, ist, dass wenn ich versucht habe, über YouTube mich in irgendeiner Form, ja, ich weiß, die YouTube-Universität, aber trotzdem, mir irgendwie ein bisschen Wissen anzufüttern und es kamen in den Titeln oder unten in der Beschreibung jetzt ganz plakativ Worte vor wie Nazi, dann ist das dann schon interessant oder dieses grausige Wort Remigration, was man eigentlich so gar nicht sagen will, dann ist es schon interessant, dass ich dann von YouTube aber dann Dinge vorgeschlagen bekomme, die das im Positiven verwenden. Also YouTube macht da keinen Unterschied, ob ich mich jetzt informiere bei seriösen Quellen, die das kritisieren, sondern einfach nur, du hast nach dem Wort gesucht. Ja? Aber da bist du bei dem Kommentar aus dem Chat, die Kollegin, die immer gegen rechts vorgegangen ist und die so gestört hat, dass man sie ausblendet. Das ist natürlich bei uns genauso. Also jedes Hate-Watchen, Dinge, die wir gucken, weil wir uns darüber aufregen, ist im Grunde eine Reaktion. Genau das erzielen das, was die Intention des Netzwerks war. Wir gucken es uns an. Und das ist nicht zu trennen von, wir gucken es uns an, weil wir es super finden, weil angucken ist angucken. Das reicht. Wir belohnen es durch Aufmerksamkeit und das ist grundsätzlich, zumindest ist es meine Überzeugung, momentan ist es grundsätzlich ein Fehler, etwas durch Aufmerksamkeit zu belohnen, was man scheiße findet. Ganz grundsätzlich. Genau. Ja, weil das ist die Währung und damit bezahlen wir. Nora. Nein, aber ich wollte, ich wollte noch zu was ganz anderem was sagen. Und zwar, was Gavin gesagt hat, also soweit ich das bei X sehe oder bei Instagram oder Threads auch, dass einem vermehrt Sachen angezeigt werden von Menschen, denen man überhaupt nicht folgt. Also das finde ich total nervig, weil das sind oft Sachen, die mich auch einfach nicht interessieren. Also wenn es ein Vorschlag wäre, schön und gut, aber wenn es Menschen sind, die ich wirklich weder kenne und noch denen ich folge oder mit denen ich irgendwas zu tun hatte, dann finde ich es halt wirklich sehr suboptimal, zumal zum Beispiel bei X irgendwann, also ich bin dann ausgestiegen, als ich zwangs Elon Muskifiziert wurde, also als mir dann
wirklich alles, was er gemacht hat und rausgehauen hat, irgendwann als Meldung im Startbildschirm angezeigt worden ist, habe ich gedacht, so, sag mal, Leute, wollt ihr mich nee, also so nicht, weil das suche immer noch ich aus. Also es hilft auch nicht mehr Kuration und das ist ein bisschen problematisch, weil ich kuratiere mir ja meine Sachen, ja, ich will ja auswählen und so, ich benutze das aktiv und wenn das aber nicht mehr hilft, um sozusagen sich anzeigen zu lassen, was man gerne sehen möchte, dann ist es relativ schwierig, finde ich, an der Stelle. Also das nervt. Und was die TikTokisierung angeht, das Ding ist, dass sich ja Menschen, die stark emotionalisieren wollen und menschenverachtende Inhalte teilen. Darum geht es ja vor allen Dingen. Ne? Also es geht vor allen Dingen darum, menschenverachtende Inhalte zu teilen und Inhalte zu teilen, die Menschengruppen gegeneinander ausspielen, die so Superiorism fördern, also ich bin besser als du, weil ich bestimmte Merkmale mitbringe, ne, die einfach einen besseren Menschen aus mir machen und so. Ich habe die Macht, weil solche Sachen, die kümmern sich gar nicht um Moderation, die kümmern sich auch nicht um gemeldet werden oder so. Das ist denen wirklich Wurst. Die kümmern sich auch nicht um juristische Feinheiten. Das ist denen total Wurst. Für die zählt nur die Masse, die sie rauskloppen. Und da wird es dann natürlich auch schwierig mitzuhalten, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Also wenn man sich zum Beispiel daran hält, eben Sachen zu prüfen, keinen Unsinn zu erzählen, die Sachen zu moderieren und so, dann hat man die Schlagzahl einfach nicht. So. Wenn es nur darum geht, Content rauszuballern, wie wild, der dann möglichst emotionalisiert und der irgendwie über Hass gegen andere Menschen funktioniert und wo man sich weiter keine Gedanken machen muss, dann ist das sehr einfach. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Da muss man sich nämlich gar nicht weiter Gedanken um Moderation machen und das spart einem unglaublich viel Zeit. Da sind wir bei einem, wie ich finde, ganz, ganz wichtigen Punkt. Den haben wir schon ganz oft in all unseren Streams, wenn es um Rechtskram ging, um Nazikram ging, immer wieder gehabt, nämlich diese Leute haben einen ganz entscheidenden Wettbewerbsvorteil, denn die müssen sich nicht an Fakten halten, die müssen nichts recherchieren, die müssen nicht darüber nachdenken, was sie tun, sondern die können es einfach rausballern. Und wir Vollidioten sitzen dann da und sagen, okay, da muss ich aber jetzt einen Fakt dagegen halten oder irgendwie sowas. Und du stellst fest, du kannst nicht gewinnen, weder in der Masse noch in irgendeiner Form, dass du durchdringst. Alexander, du grinst so süffisant. Was ist da los? Nee, weil ich die Schnappatmung meiner Frau höre. Die ach so, die habe ich nicht gehört. Oh, das möchte ich nicht. Alexander, lass raus. Alexa, Himmel, Arsch und bitte. Haben wir im Moment, also das ist wirklich ein wahnsinnig spannender Punkt, haben wir im Moment das Dilemma in den sozialen Medien, dass wir uns fast nicht mehr über politische Dinge informieren können, ohne in Gefahr zu raten, Posts Aufmerksamkeit zu schenken, die eigentlich den Shitstorm schon und die Aufregeritis schon einkalkuliert haben. Also sprich, sind wir dazu verdammt, Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, die eigentlich nur als pseudopolitische, weiß ich nicht, Posts oder Äußerungen daherkommen, aber in Wirklichkeit nur emotionalisieren sollen, einfach wo Leute mit Scheiße werfen und gucken, was kleben bleibt. Und weil wir immer noch versuchen, so ein bisschen so, wie es früher einmal war, uns irgendwie politisch zu informieren und so geraten wir immer wieder in diese Falle. Kann das sein? Beides, oder? Weil weißt du, manchmal regt man sich auf, wenn man jemanden Sharepick macht, wo Merz zitiert wird und ich reg mich sofort auf. Na, das, und das hat er ja dann wirklich gesagt. Trotzdem kann ich dann nicht anders als irgendwie, oder zumindest ich lese es erstmal und reg mich dann sofort drüber auf. Und das andere ist dann natürlich auch das, was du jetzt beschrieben hast, ne? Dass es einfach nur darum geht, irgendeine Emotion zu wecken. Definitiv. Ich habe hier schon vor subjektiv empfundenen 80.000 Stunden, als wir noch über Algorithmen gesprochen haben, das machen wir laufend, hatte ich hier noch was, und zwar hatte da nicht die Moni geschrieben, ich habe mir das die ganze Zeit hier auf dem Monitor noch gesaved, die sagte... Das ist der Nickname, oder? Nicht die Moni? Habe ich auch gerade gesagt. Ja, nicht die Moni ist der komplette Nickname ohne Leerzeichen. Nicht die Moni. Das ist nämlich gar nicht die Moni. Dass sie in Wirklichkeit Sabine heißt, darf niemand wissen. Nicht die Moni schreibt, kann es sein, dass sich die Rechten inzwischen einfach mehr zu Wort melden, weil die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts verschoben wurde? Fragezeichen. Und das wäre ja dann etwas, was jetzt nicht direkt mit den bisher besprochenen Themen zu tun hat, sondern mit einer Stimmung, die im Land ist und sich dadurch ja nur in Anführungszeichen, in Social Media ausdrückt. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, da hat sie einen Punkt, aber ich glaube, den kann man auch am Community-Management festmachen. Ne? Mhm. Also dadurch, dass ja im Netz sehr lange Hate Speech nicht verfolgt worden ist, auch keinerlei Konsequenzen hatten. Also ich meine, wir kennen ja diese ganzen Gerichtsverfahren, die da angestrebt worden sind, wo Leute eben nicht zu ihrem Recht gekommen sind, obwohl sie massivst beleidigt worden sind. Das heißt, normale Regeln, die im realen mit, also im analogen, sage ich mal, was digitaler eben auch real ist, im analogen Miteinander definitiv Konsequenzen hätten, haben im digitalen Miteinander keine Konsequenzen mehr, obwohl wir ein Regelwerk hätten, auf das wir zurückgreifen könnten. So, das ist aber nicht passiert. Das heißt, die Plattformen haben sich ihrer Verantwortung entzogen, aber auch diejenigen, die den Content gemacht haben und ins Netz gestellt haben. Also ich bin da bei Gavin, ich sage dann halt auch immer, wer ein Diskussionsangebot macht, der ist auch dafür verantwortlich, was darunter, also unter seinem eigenen Post passiert. Und zwar egal auf welcher Plattform. Habe ich keine Kapazitäten, das zu moderieren, kann ich da nicht rumposten. So, das habe ich versucht, Menschen, also auch Privatpersonen dann immer mitzugeben. Es ist aber so, dass es wirklich einfach schwierig ist und auch richtig schwer gemacht wird von den Plattformen, sowas zu melden zum Beispiel. Also dann kriege ich dann Sachen vorgeschlagen, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, unter welchen Paragraphen fällt das? Und dann denkt man sich so, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht studiert, ja, und dann ist man auch schon wieder raus aus der Meldung, dann soll man was unterschreiben oder so und denkt so, ja, wie denn, Hake da oder was mache ich denn jetzt, ist das jetzt Spam, ist das Nacktheit, ist das, keine Ahnung, was weiß ich, ist alles davon, also es wird einem auch nicht leicht gemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr viel, das eigentlich so in der Öffentlichkeit nicht gesagt werden sollte oder Konsequenzen haben müsste, weil es zum Beispiel gemeldet werden müsste, weil es zum Beispiel Volksverhetzung ist, dass das da stehen bleiben konnte und für alle sichtbar war. So, und das verschiebt natürlich dann die Grenzen des Sagbaren. Wir haben dann aber zusätzlich das Problem, dass bestimmte Menschen der Meinung sind, dass wenn sie Aufmerksamkeit wollen, sie besonders populistische Thesen raushauen wollen. Mhm. Das funktioniert ja leider auch und das passiert aber im realen Leben. Das heißt, wir haben eine große Anzahl von Menschen, denen das wirklich egal ist, was danach folgt, sondern die wollen einfach, dass über sie gesprochen wird. Stattfinden, ja. Das ist ja Trump, dieses Trump-Gefühl. Ja. Richtig, oder das der Kubicki-Effekt. Ja, oder der Merz-Effekt oder wie man ihn auch immer nennen möchte, ist ja auch egal, aber das ist genau das, was passiert. Und die machen aber nicht selber Social-Media-Arbeit, sondern die lassen sich zitieren. Das heißt, die lassen andere diese Arbeit machen und sitzen dann da und müssen auch nicht moderieren und müssen auch nichts anderes machen, als ständig steile Thesen teilen. Das war ein schön. Teile Thesen teilen war aber das Richtige. Ja, genau. Also da kann jetzt jemand einfach was raussödern und der weiß dann, es sind genug Mikros um mich rum. Das ist wunderbar, die verteilen das dann und dann ist es in der Welt. Das ist super. Genau, und das ist ja auch ganz dezidiert jetzt analysiert worden, dass zum Beispiel die AfD genau deswegen solche Reden im Bundestag hält, weil da einfach Schnipsel rausgeklammert wird. Und das müssen die nicht selber machen, das machen andere für die. So. Und das funktioniert wunderbar, leider, muss man sagen. Das heißt, sie sagen im Bundestag irgendetwas mit dem Ziel, Erregung zu produzieren, weil sie wissen, das wird wieder ohne Ende überall geteilt und alle Leute, die sowieso schon Fans sind, finden es toll. Alle anderen positionieren sich dagegen und gelten dann als Feind. Das heißt, wir in Anführungsstrichen machen deren Drecksarbeit auch noch und sorgen dafür, dass dieser Müll verteilt wird. Spitze. Das haben wir ja ganz gut gemacht schon mal. Und ich habe so die natürlich anekdotische Erfahrung gemacht bei Instagram und bei TikTok in der Tat. Ich bin ja in meinem fast Rentenalter jetzt dann auch bei TikTok in den letzten 2-3 Jahren. Bin aber bei Gavin, der immer sagt, ich kann da nicht sein, sonst wäre ich süchtig. Ich muss das mir einteilen, sonst höre ich damit nicht mehr auf mit diesem. Du machst das pro Tag maximal 6 Stunden, oder? Also es ist ziemlich. Mir ist es weniger geworden, habe ich zumindest. Weniger, ne? Ja. 5 Stunden. Seitdem ich dieses eine Handyspiel habe. Du schickst mir auch weniger jetzt mittlerweile. Das finde ich ganz schön. Ne? Ja, ist weniger. Spielst geworden. Du dieses Spiel, das Elon Musk auch immer die ganze Zeit spielt? Nee, bestimmt nicht. Und wenn ja, würde ich mir. Spielt niemand bei Instagram dieses Emoji-Game, was sie jetzt gemacht haben? Nee. Können wir bitte wenigstens hier beim Thema bleiben? Herrgott. Das hat doch jetzt wirklich nichts damit zu tun. Alexander, bitte fahr fort. Herrgott. Ich sollte weniger anekdotenhaft in meinen Anekdoten sein. Also, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ich bin immer wieder überrascht, wie stark ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Video, aber auch Personen da aufgestellt sind. Da gibt es 1-2 Leute, die tatsächlich
klar rechtspopulistischen Kram verbreiten und dann, ich sperre die ja, was ja total dumm ist, weil TikTok dann merkt, oh, guck mal, der guckt sich das Profil an, der findet den bestimmt super, da zeige ich dem gleich noch mehr davon, aber ich sperre die aus Prinzip, habe ich ja schon mal hier erzählt, ja, ja, in der Sendung, auch wenn es total dumm ist. Aber auch von dieser Person gibt es, es gibt Personen, da habe ich 10, 12, 15 Einzelaccounts gesperrt und es ist immer wieder eine Person, die dann aber, ich weiß nicht, wie viele Accounts die haben, die die gleichen Inhalte verbreiten. Und jetzt gerade in den letzten 2, 3 Tagen, vielleicht ist es auch schon länger, geht ein Video rum, was sicherlich erstmal per se nicht rassistisch ist oder per se rechtspopulistisch, aber eine Einflugschneise ist. Da geht jemand im Supermarkt mit seinem Handy hin, nimmt einen 2,5 Kilo Kartoffelsack und legt ihn auf eine Waage und sagt, die Großkonzerne bescheißen uns alle und dann zeigt die Waage 1,6 Kilo an. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil er vorher auf Tara gedrückt hat und das, du siehst nie die Waage vorher irgendwie so und macht das 3-mal in diesem Video. Und dieses Video habe ich so oft geteilt gesehen und alle Leute regen sich jetzt über dieses Video auf, weil sie natürlich im Supermarkt beschissen werden. Und da habe ich mir dann den Spaß gemacht, das hat mir jetzt wieder für Wochen die Timeline versaut, mal zu schauen, wer hat dieses Video ursprünglich geteilt, welche anderen Leute teilen es mit Kommentaren und was ist sonst für Inhalt auf deren Kanälen. Deswegen hattest du keine Zeit mit mir Sea of Thieves zu spielen, weil du so eine Scheiße machst. Ja, ich muss halt das Recherche nennen wir das jetzt. Das ist dieses Handyspiel. Kartoffelvideos suchen. Oh, warum? Also lieber Podcast, wir wissen nicht, was bei Gavin in der Wohnung gerade passiert, aber es sind gerade Luftballons hochgestiegen. Jetzt bescheißen sonst schon bei den Kartoffeln emotionalisieren, führt natürlich dann dazu, dass du plötzlich Kanäle dir anschaust, wo es dann ganz, ganz schnell natürlich zum Thema Migration geht, ja, wo es um das Thema geht, die Asylanten bekommen alles umsonst, wo auch natürlich nicht getrennt wird zwischen Zuwanderung und Menschen, die auf Flucht sind und all diese Dinge. Ist auch wurscht, weil genau das muss man ja alles nicht tun in diesem Bereich. Und dann kickt der Algorithmus. Ja, in Anführungsstrichen, natürlich muss man sich darum kümmern und muss das alles unterscheiden, natürlich. Und dann kickt aber der Algorithmus und dann kriegst du immer mehr von diesem Kram dann auch vorgeschlagen. Das beginnt mit einem Sack Kartoffeln, der angeblich 900 Gramm zu Kartoffeln mit Kartoffeln bescheißen geht halt auch nicht. Das ist in Deutschland, ist das. Ich wollte es nicht sagen, Nora, aber danke. Sorry. Es musste raus. Danke, Nora. Es musste raus. Ich bin froh, dass ich es nicht war. Alexander, vielen Dank. Alles richtig. Alexa, du hast sehr lange nichts gesagt. Ich frage mich, warum. Ja, weil ich wieder so interessiert zugehört habe. Ich habe aber eine Frage, die sich eigentlich fast genau daran anschließt. Es geisterte so in den letzten Tagen oder war es vielleicht auch schon so 2 Wochen oder so, Jahre. Keine Ahnung. So lange nicht. Also es ist relativ aktuell. Eine Anleitung durchs Netz aus den Reihen der AfD, wo es genau darum ging, TikTok erfolgreicher zu bespielen mit möglichst vielen Konten und das auch so zu machen, dass die Inhalte, auch wenn einzelne Konten gelöscht oder gesperrt werden, trotzdem weiter verbreitet werden können. Könnt ihr dazu uns was erzählen und vielleicht sogar eine Möglichkeit aufzeigen, wie man sich dagegen schützen kann? Oder? Sind wir schon so weit, dass wir überlegen, was wir tun können? Ja, ich dachte, wir müssen noch über Algorithmen sprechen, aber gerne. Nora, Gavin, weiß da jemand von weiß da jemand von euch was drüber? Gavin? Du meinst, wie man sich dagegen schützen kann, dass Inhalte immer wieder neu hochgeladen werden? Vielleicht erstmal was über diese strategische Ausrichtung, also diese wirklich sehr, sehr genaue Punkt für Punkt da zeigende Anleitung, wie man da auf TikTok möglichst viele... Beide unsere Fachleute schütteln den Kopf. Was wir hier in diesem Stream immer wieder erwähnen wollen, ist, das ist was Gutes. Ja. Und Leute sagen, ich habe keine Ahnung. Herr Precht hätte jetzt gesagt, ich habe diese Anleitung geschrieben. Ich frage euch, warum? Ja, das ist der Unterschied. Ich finde, das zeigt was anderes übrigens. Ja, nämlich, also dass ihr keine Ahnung habt. Achso, nee, was? Ja, auch. Aber das zeigt vor allem, dass diese Öffentlichkeiten, die wir da immer wieder als Öffentlichkeiten begreifen, immer nur Teilöffentlichkeiten sind. Ja. Also super. Du siehst etwas, Alexa, hast das Gefühl, alle kennen das, sprichst zwar Leute drauf an und sie kennen das auch und kommst hier in eine Runde und wir haben alle noch nie davon gehört. Okay. Ja. Und dieser Effekt, den hast du mit Facebook zum Beispiel. Alle Leute sagen, ach, niemand, wer benutzt noch Facebook? Facebook ist doch tot. Die Wahrheit ist aber, es gibt kein Quartal jemals, ich liebe diesen Fakt, ich habe den schon 100-mal gesagt, egal. Haus. Es gab noch nie, es gibt kein Quartal ever, und kein Ort auf der Welt ever, an dem Facebook nicht mehr NutzerInnen gehabt hätte als im Quartal davor.
Das ist auch in Deutschland so. Das heißt, Facebook wächst nach wie vor, seit immer und hört auch nicht auf. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leute da nicht mehr hingehen, sondern wir nutzen es einfach nur vielleicht anders oder weniger, weil wir jetzt andere Orte gefunden haben, weil wir aber auch wahrscheinlich als abgehalfterte Medien handeln, einfach sehr schnell genervt sind von Dingen, die wir schon lange benutzen und brauchen immer einen neuen Kick. Und manche von uns suchen dann nach Kartoffelsäcken auf TikTok. Das ist auch okay, aber das ist dann einfach die Suche nach dem nächsten. Das ist dann halt immer die Suche nach dem nächsten Kick. Und es gibt halt einfach Menschen, die haben das eben noch nicht so ganz, die sind noch nicht so ganz abgestumpft wie wir. So, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass Leute sich nicht abmelden bei Facebook, auch wenn sie es nicht mehr nutzen. Ne? Und dass natürlich auch du Gedenkprofile hast von Menschen, die verstorben sind und so, die, wie weiß ich, werden die rausgerechnet? Es geht nicht um eine Anzahl der Profile, sondern um monatlich aktive NutzerInnen. Also, okay. Also das wird immer mehr. Frage, genau, ja. Ob das der Fall ist. Okay. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr diese Hoss- und Hopf-Nummer mitbekommen habt, diesen Podcast. Die wiederum haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, ja. Genau, richtig. Und da ist ja, das ist ja ein Schneeballsystem, was dahinter steckt. So. Und es wäre trotzdem gut, wenn du es für die Leute im Chat und die ZuschauerInnen nochmal vielleicht kurz beschreibst. Die Hoss und Hopf haben, dieser Podcast, die beiden Dudes, die haben im Prinzip das gemacht, was die AfD im Bundestag auch macht. Die haben halt einfach ganz viele Statements gedroppt, populistischen Kram, Dinge, die nicht wahr sind, und haben dann aber ihre Community dazu aufgerufen, diese Clips dann eben rauszuschneiden und zu verbreiten, bei TikTok unter anderem. Die haben sich auch Profile gemacht und die haben dafür auch Preise ausgelobt. Also wer das viralste Video hat, der kann dann irgendwie Geld gewinnen und so. Und das haben natürlich unglaublich viele Leute gemacht, weil sie die Kohle haben wollten. Das heißt, es ist sozusagen dein Marketingbudget angelegt und dann entstanden sehr viele Profile mit diesem Namen auch, ne? Also mit Haus und Hopf im Namen und so. Und dadurch verbreitet sich das natürlich dann auch enorm. Ja, das ist, für die sind das Peanuts, wenn die sagen, hier demjenigen, der irgendwie das viralste Video hat, dem geben wir 1000 Euro. Das sind Peanuts, wenn man sich überlegt, welche Reichweiten die damit erreichen. Und das ist am Ende ist das ein Schneeballsystem. Und so verbreiten sich dann populistische Aussagen. Also, und dann ist, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, sowas wie Micro-Targeting, ja. Also es gibt ja auch, du kannst ja Werbung schalten, die unglaublich gezielt auf Zielgruppen geht, ohne dass sie das mitkriegen, dass sie Teil von Micro-Targeting sind. So. Das heißt, hier werden Sachen angezeigt, da hat jemand für bezahlt, das sind gesponserte Sachen und du kriegst es noch nicht mal mit, dass du sozusagen zu einer ganz bestimmten Zielgruppe gehörst, aufgrund von bestimmten Eigenschaften, die du mitbringst. Da gibt es Regularien inzwischen, aber es wird zum Beispiel nicht alles als politische Werbung erkannt. Netzpolitik.org ist unglaublich gut darin, das aufzuarbeiten. Ansonsten habe ich das selten gesehen, dass das besprochen wird, und das ist vor jeder Wahl ein Problem. Und wir haben dieses Jahr weltweit Wahlen. Überall. So, und wir sollten uns, finde ich, dringend intensiver mit diesem Missbrauch von sozialen Netzwerken beschäftigen und mit Microtargeting und mit, also wie kann ich denn NutzerInnendaten, die ja durch mein Verhalten auf sozialen Netzwerken die ganze Zeit generiert werden, das ist ja vielen von uns nicht bewusst, ja, also sonst würden wir, glaube ich, diese Netzwerke nicht nutzen. Ich hänge auch die ganze Zeit auf Instagram, obwohl ich mich dafür hasse, aber ich bleibe da einfach kleben und genau, und damit werden Daten über mich gesammelt, wann ich das nutze, um wie viel Uhr ich das benutze, wie lange, welchen Content, bin ich männlich, bin ich weiblich, wen könnte ich wählen und so weiter und so fort, welche Sachen teile ich, da kann man unglaublich viel rauslesen davon, wer ich eigentlich bin, und damit lässt sich natürlich auch unglaublich gut politische Werbung schalten. Also dazu eine Kleinigkeit, also ich benutze ja Facebook tatsächlich vorrangig, um, ja, ich sag's mal ganz banal, Promo zu machen für unsere Projekte, Hörspiele, Bücher, Filme, Serien und so weiter, und da hatte ich in der Vergangenheit, also ich würde mal sagen, bis vor Covid ungefähr, in etwa, hatte ich das mit der Werbung schon so genützt, dass ich geguckt habe, wer, also jetzt mal ganz banal, hier ist eine Werbung nur für Leute, die mir folgen und deren Follower. Das geht auch, glaube ich, immer noch. Aber alles das, was man so vor ein paar Jahren noch auswählen konnte, ist von Facebook verschwunden. Also ich habe jetzt vor kurzem seit langem mal wieder überlegt, komm, ich mache jetzt mal eine Werbung für etwas, was mir da am Herzen lag, und habe mir das angeguckt, und das war alles verschwunden. Ich konnte, was grundsätzlich eher was Gutes ist, jetzt für mich in dem Fall irgendwie eher enttäuschend, weil ich jetzt nicht mehr sagen konnte, alle Leute, die sich für Fantasy interessieren, hört doch mal unser Mara und der Feuerbringer-Hörspiel. Das konnte ich nicht mehr machen, das ging nicht.
Was ich dann im Endeffekt aber eher als was Positives gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, Gott sei Dank geht das nicht mehr. Nur diese Markierung zum Beispiel, handelt es sich um politische Inhalte und so weiter. Wenn ich das einfach nicht anhake und es trotzdem hochlade, klar, dann ist es trotzdem in der Welt. Also zumal ja? Dieser, sorry, wenn ich da drauf gerne, gerne. Weil genau dieser Prozess der Werbefreigabe, der läuft ziemlich lax ab. Es gibt Beobachtungen, Untersuchungen und auch von mir anekdotische Beobachtungen. Ich habe das genau so gesehen, dass ich einfach sehr viel Werbung auf Instagram angezeigt kriege für Telegram-Channels, in denen mit Waffen gehandelt wird, mit Falschgeld gehandelt wird, mit Drogen gehandelt wird. Das ist in jeder Hinsicht, das ist wirtschaftlich nicht besonders schlau, es ist politisch nicht besonders schlau, gesellschaftlich nicht besonders schlau, von Meta da so lax mit dieser Freigabe der Werbeanzeigen umzugehen. Weil eigentlich muss eine werbefreie Anzeige immer erst genehmigt werden durch das Netzwerk. Ja, ja. Also, es dauert auch manchmal so einen Tag lang. Ja. Ja, genau. Wie kann es also passieren, dass jemand, der einen Telegram-Kanal als Werbung schaltet, indem er mit Waffen handelt, dort als Werbung platzieren kann, einfach nur, indem das nicht geprüft wird. Also das heißt, diese Latenzzeit zwischen Abschicken und Freigabe, da, ich weiß nicht, ob da wirklich immer ein tatsächliches Verfahren passiert oder ob das nicht einfach so eine Zeit ist, die einfach so... Achso, du meinst, sie verstreicht einfach nur, damit sie so tun, als... Das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber... Ja. Ich kann das anders nicht erklären. Alexander? Wenn du kurz darauf hinweisen, dass Gavin mich verscheißert hat, weil mir Kartoffeln angezeigt werden, weil bei ihm Waffen und Drogen gehandelt werden im Internet. Ja, ja, also genau. So, ganz kurz. Ja, ich wohne im Ruhrgebiet. Das ist stimmt, Ruhrgebiet, ja. Das ja. Ist. Ich gucke gerade, ich habe jetzt mal einfach auf Bewerben geklickt, ohne das abzuschicken, für die Ankündigung vom heutigen Nachsitzen. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, abgesehen davon, dass ich jetzt plötzlich eine Telefonnummer angeben müsste, damit Leute mein Unternehmen anrufen können, ich glaube, ihr habt es nicht mehr alle, kann ich jetzt muss ich anklicken, warte mal, wo war das jetzt gerade, spezielle Anzeigenkategorie, Werbeanzeigen für Kredite, Jobs oder Wohnraum oder Wahlwerbung oder Werbung zu politisch oder gesellschaftlich relevanten Themen. Das hätte ich jetzt eigentlich anwählen müssen für das Nachsitzen, wenn es um Rechte im Netz geht. Das würde ich nie im Leben machen. Ich habe das auch bisher immer überscrollt. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch aussuchen über Targeting ausgewählte Personen, ohne dass ich jetzt weiß, was das Targeting ist. Personen, die meinem Profil folgen, Personen, die deinem Profil folgen und ähnliche Personen, wer auch immer die sind. Und den Ort. Arg viel mehr geht eigentlich nicht mehr. Und ich kann es im Instagram und im Messenger bewerben. Und ja, wenn du es in der Meta Business Suite machst, kannst du immer noch Interessen angeben. Ah, okay. Kannst du Sachen hinschreiben wie, den Leuten muss etwas gefallen. Ah, immerhin. Zum Beispiel, okay. Nee, aber für mich ist das tot, genau. Vor allem, weil es so ist. Damals war das ja so, dann hast du so einen Forecast bekommen, wie viele Menschen das in etwa sehen. Mhm. Und das hat sich nicht nur halbiert. Das hat sich gesechzehntelt. Und das steht im kleinen Verhältnis, 50 Euro auszugeben dafür, dass 100 Leute das sehen. Ich glaube, es hackt. Nie also, im Leben. Da muss man da immer wieder, es gibt ja diesen TKP, den Tausender Kontaktpreis in der Werbung. Also wie viel zahlt man dafür, dass man 1000 Kontakte generiert hat? Und den muss man eigentlich immer wieder sich genau anschauen. Und wenn der bei einer Werbung bei 2, 3, 4, 5 Dollar liegt, das ist natürlich immens. Das viel. Ist völliger also, das Bullshit. Also das ist sinnlos einfach. Ich wollte ganz kurz noch aus meiner Arbeit dazu eine Sache sagen, weil was ist denn deine Arbeit? So Social Media Zeug. Also, ja geil, das reicht als Erklärung, weiter. Genau. alle wollen immer Werbung haben, ne? Und es ist so eine verdammt einfache Möglichkeit, sehr viel Geld zu verbrennen, indem man völlig unüberlegt einfach Werbung schaltet, indem man da sagt, ja, ich booste das jetzt mal oder ich mache hier für Interessen und ich mache hier und so. Mhm. Aber diese von dir genannten ähnlichen Zielgruppen, also die Lookalike Audiences, ist tatsächlich der sinnvollste Weg, Werbung zu schalten. Denn diese Lookalike Audience, für die, die es interessiert, für alle anderen, es gibt 30 Sekunden oder guckt kurz weg. Lookalike Audiences ist ein Angebot von Facebook, das sagt, ich zeige das den Leuten an, die in ihrem Nutzungsprofil so ähnlich sind wie die Leute, denen deine Inhalte gefallen. Und das ist eigentlich der Vorbote oder das Vorbild von allem, wie wir bei TikTok heute Inhalte angezeigt kriegen. Weil da sind wir nichts anderes als immer nur Lookalike Audiences.
Spannend. Ich habe bei TikTok auch ein Bernd das Brot Video hochgeladen, weil Bernd irgendwie gerade im amerikanischen Bereich gerade total viral geht, weil Leute darauf reagieren und sagen, what the hell is this bread doing in German TV? Und dann habe ich so auf Englisch so ein Erklärvideo hochgeladen, wo der herkam und was wir da gemacht haben und so weiter. Und da habe ich dann auch bei TikTok mal gesagt, jetzt lege ich da mal 40 Euro drauf und gucke, was passiert. Und ich stellte fest, nach einem Tag, dass ich diese Werbung locker wieder stoppen konnte, denn alle Views, also tatsächlich Views, wo jemand wirklich dieses Ding angeguckt hat für mehr als 6 Sekunden, waren viral. Und alles, was ich bezahlt habe, waren unter einer Sekunde Wischer, wo Leute einfach nur drüber wischen. Sie bekamen es angezeigt, haben einen alten Mann mit einem Bart gesehen und weitergescrollt. Ja, ich finde das gar nicht so lustig. Und da muss ich sagen, also dafür, warum zur Hölle soll ich da auch nur einen Cent ausgeben? Bringt gar nichts. Und um es noch zu verlängern, es gibt eine Untersuchung von so einem Institut, ich suche das gerade hier parallel raus, sie hieß hier Click Fraud Rates. Also wie hoch ist der Anteil derer, die deine Werbung sehen, die eigentlich Bots sind und keine echten Menschen? Und die in dieser Erhebung, die Ergebnisse waren bei Instagram unter 1%, bei Google sind es immerhin 11%. Bei TikTok 74%. Das heißt, 74% derer, die deine Werbung dort sehen, sind keine Menschen. Bei Twitter sind es übrigens 61% und bei Facebook 57%. Ja, so bei Twitter gibt es gar keine Bots mehr. Ich wollte es gerade sagen. Ja, genau. Gibt es doch gar nicht. So, wir werden ermahnt, dass wir bitte wieder zum Thema zurückkommen. Ich habe dann geschrieben, dass das Teil unseres Konzepts ist, in Ermangelung einer besseren Antwort. Aber Nora, das Tolle ist, dass dein Beitrag, den du jetzt lieferst, uns wieder zurück zum Thema bringt. Ja, also das Ding ist, dass wir gerade lernen, dass es einfach unglaublich kostengünstig ist. Ja, im Prinzip. Also ich muss gar nichts tun. Ich kann mir eine Community besorgen oder die machen die Arbeit für mich und ich muss nicht mal Geld dafür ausgeben. Wohingegen ich für Wahlwerbung im öffentlichen Raum, für persönliche Gespräche mit Menschen und so weiter, muss ich Zeit und Geld investieren. Das heißt, wenn ich wirklich irgendwie das Netz mit populistischem Kram fluten möchte, dann so. Du meinst, wenn es einfach wahllos ist, wenn mir einfach nur darum geht, es geht mir nur darum, viel draußen zu haben. Viel draußen zu haben, mit möglichst vielen Menschen, ne, viele Leute irgendwie für mich das Ganze machen zu lassen, das in so einem Schneeballsystem zu machen, das kostet mich fast gar nichts. Also ich brauche gar nicht viel Geld da rein zu pumpen, sondern das läuft im Prinzip von alleine. Wohingegen, wenn ich ernsthaft politische Arbeit machen möchte, Kommunikation machen möchte, dann muss ich mir echt Mühe geben, dann muss ich mit Menschen diskutieren, dann muss ich mit denen in Kontakt treten und so. Das ist wesentlich aufwendiger und das ist auch das, wo ich sagen würde, das haben aber viele sehr, sehr lange verpennt, also nicht populistischen Kram ins Netz zu kippen, sondern früher hinzugehen und ansprechbar zu sein. Also man hat sich, glaube ich, sehr lange darauf verlassen, dass die politischen Inhalte schon ihr Publikum finden werden. Und dem ist halt nicht so. Naja, auf eine Art haben sie es gefunden, aber das Falsche. Beziehungsweise, weil die ja auch dann, also ich sehe also bei Facebook zum Beispiel unter politischen Inhalten, die seriös sind, vor allem Trollkack. Also die haben ein Publikum. Der nicht moderiert wird. Ja, genau, der nicht moderiert wird. Also die haben ein Publikum gefunden, aber oder sagen wir es mal so, diese Leute wurden dadurch nicht aufgeklärt. Das hat wohl nicht funktioniert. Oder eine verzerrte Wiedergabe von Positionen und Inhalten, die dann dazu führen, dass eben Angriffe auf Parteibüros von grünen PolitikerInnen stattfinden, von SPD-PolitikerInnen stattfinden. Ja. Das passiert halt auch. Also verzerrte Wiedergabe von Inhalten. Und das ist halt, finde ich, eine große Gefahr. Und da ist einfach ganz, 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 ganz lange sehr tief geschlafen worden. Also die Netzwerke sind nicht ernst genommen worden. Das geht für ganz viele Medien auch. Ne? Also die sozialen Netzwerke sind als Kommunikationsplattform nicht ernst genommen worden. Man hat die Menschen, die da sind, nicht ernst genommen, weil man nicht darauf gesetzt hat, dass man ihnen da Inhalte vermitteln kann. Ja, das ist sozusagen, so wie alle gesagt haben, auf TikTok kann man nur irgendwelche Dance-Moves machen. Das stimmt halt nicht. So, und damit hat man die große Chance verspielt, frühzeitig nicht eine Community dann auch Land zu ziehen. Und da, wo keine Community ist, da komme ich nicht mehr rein. Vor allen Dingen kann ich nicht einfach anfangen, irgendwie 3 Monate vor einer Wahl jetzt mein Social Media da zu machen. Das werde ich nicht schaffen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe noch einen Punkt, den ich da vielleicht noch anbringen wollte. Total gerne. Also nicht ernst genommen, kann ich sofort nachvollziehen, aber haben die öffentlich-rechtlichen Medien
nicht auf eine andere Art die Leute da auch wieder zu ernst genommen? Also was ich mich immer gefragt habe, ist, warum muss man in Nachrichtensendungen oder sonst wo in Journalen Tweets zitieren? Also warum muss man da Tweets einblenden und glaubt dann, wenn man 3 Tweets einblendet, dargestellt zu haben, wie die Mehrheit der Gesellschaft gerade drauf ist? Also das ist ein Punkt, den habe ich die ganze Zeit über nicht verstanden. Ich auch nicht. Und ich habe lange ich habe kurzzeitig mal in einem privaten Medienhaus gearbeitet. Das kam dir lang vor. Es kam mir sehr, ich habe das dann auch noch während der Probezeit beendet, so lange hat sich das angefühlt. Da war es Teil des Geschäftsmodells halt zu sagen, so reagiert das Netz oder noch schlimmer, so reagieren die Leute auf das Kanzlerduell, den Tatort, den ESC, auf Wetten, dass, auf die neue iPhone-Präsentation. Und am Ende waren die Leute halt 5 Tweets von anderen Medienleuten natürlich. Und das ist ein großes Problem, da sind wir nämlich wieder bei der gefühlten Öffentlichkeit, die eigentlich keine ist, weil das immer nur ein Abbild von irgendwelchen Leuten sind, die halt unseresgleichen sind. Das hat aber gar nichts mit der Realität der Leute da draußen zu tun. Wenn irgendwie 5 Leute bei Twitter schreiben, ich fand den Tatort nicht gut, dann ist das nicht unbedingt wirklich die Meinung der vielen, sondern es ist halt immer nur ein Abbild der Gesellschaft. Und gerade Twitter war immer schon nur ein kleiner Bruchteil. Also ja. Das habe ich letzte Mal hier schon mal gesagt, ne? Diese Zahl aus 2018, bei der es um täglich aktive NutzerInnen geht, aber ich bringe die nochmal mit. Facebook hatte seinerzeit 23 Millionen tägliche aktive NutzerInnen und Twitter 600.000. Also das ist Nordrhein-Westfalen gegen Stuttgart. Das ist so die Verhältnismäßigkeit. Und dann zu glauben, dass 5 Leute von diesen 600.000, die sowieso alle nur dort sind, weil die anderen Netzwerkeffekte und so, ne, weil die anderen dort sind, die so sind wie ich, dass die jetzt irgendwie eine Aussage darüber treffen können, wie ganz Deutschland über irgendetwas denkt, ist eine Illusion, die eigentlich jeder sofort hätte durchschauen müssen. Ich finde auch, denn so? Ganz kurz gleich, Alexander, ich finde auch, das wurde auch gerade im Chat genannt, dass diese Straßenumfragen, wenn dann, also das war schon vor Twitter so, ich habe das früher schon so bescheuert gefunden, dann gehen wir mal auf die Straße und fragen mal, was die Leute denken und dann höre ich 3 Leute, die von einer Redaktion ausgewählt wurden, weil sie halt irgendwie einen gewissen Restunterhaltungswert haben oder so. Das ist genau diese Äquivalenz, fand ich auch immer ganz, ganz furchtbar. Alexander, bitte. Ich wollte einfach, um zum Thema zurückzukommen und auch damit der Chat dann nicht so ganz doll mit uns schimpft, nochmal deutlich machen, dass wir natürlich all diese Mechanismen, die wir jetzt gerade hier erklärt haben, Algorithmen, wie funktionieren die Netzwerke, wie funktioniert Werbung, wie funktioniert Targeting, wie kann ich das umgehen auch ein Stück weit, ne? Das haben wir jetzt bei diesem Podcast dieser beiden Dudes ja mitbekommen. Da habe ich jetzt inzwischen den Eindruck, dass die Rechtsextremen weltweit, und deswegen will ich den Bogen auch mal ein bisschen größer spannen, sehr gut verstanden haben, wie es funktioniert. Das heißt, die haben auf der Überholspur so die ganzen behäbigen politischen Akteure überholt. Die haben sich wie auch immer schlau gemacht, haben sich Erfahrungen an Bord geholt. Das ist mein Gefühl, da könnt ihr vielleicht gleich was zu sagen. Aber meine Wahrnehmung, mein Gefühl ist, die haben das getan. Wir wissen ja auch von den Vernetzungstreffen der Rechtsextremen weltweit, die sich ja immer wieder regelmäßig treffen und sich auch austauschen. Und jetzt haben wir den Salat, dass vor weltweit entscheidenden Wahlen, die sich super in Stellung gebracht haben, ihre ganzen Armeen von Bots, von Teilern an Start gebracht haben. Und dann sehe ich, nachdem ich die Kartoffeln zitiert habe, habe ich kürzlich auch tatsächlich einen CDU-Politiker auf TikTok gesehen, der getanzt hat. Man könnte mal meinen, das sei gut, aber nein, was hat er gemacht? Er stand vor dem Reichstag und hat getanzt, so, ich übertreibe nicht, in einem Mantel vom Reichstag. Also, lieber Podcast, Alexander tanzt gerade, bitte schaut euch das Video an, ich kann es nicht beschreiben. Ich mache einen Clip fertig davon. Und da stand dann als Text drauf, mein Name ist blablabla, MdB, also Mitglied des Bundestages, seit 54 Jahren niemals links gewesen. Und das war der TikTok-Inhalt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie auch nett und interessant, dass du das jetzt versuchst umzusetzen, aber es wäre halt vor... Das ist nett und interessant, wenn nicht die ersten beiden Wörter. Ja, und vor 15 Jahren hätte ich mal gesagt, cool, die CDU ist jetzt bei TikTok, wenn es da schon TikTok... Also das heißt, da ist der Zug schon längst vorbei gerauscht und jetzt machen sich die Parteien auf. Und ich sehe im Moment auch gar nicht, wie man das schnell heilen könnte, weil, glaube ich, immer noch nicht das Bewusstsein, die Wahrnehmung ist, Nora hat es ja auch angesprochen, dass das echte Menschen sind und dass das
auch professionell bespielt werden muss, wenn man denn im politischen Spektrum auch dort stattfinden möchte. Naja, am Ende ist versäumt worden, Mehrheiten zu bilden, ne? Also wirklich Communities hinter Themen zu versammeln. Also und das geht aber sehr, sehr leicht, wenn es ein Gegeneinander ist. Also für etwas, eine Community für etwas zu versammeln, für etwas, das uns vielleicht auch positiv stimmt, ist wesentlich schwieriger, als mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und sagen, wir sind aber gegen die und wir rotten uns jetzt alle zusammen. Da haben wir diese Gruppendynamiken, die stattfinden. Wir alle gegen die. So. Und das funktioniert hervorragend. Ja, ne? Immer, also nicht nur in Social Media, einfach generell. Genau. Ja, aber Social Media ist dafür natürlich der Kit, ne? Weil ich da natürlich meine Netzwerke sehr groß spannen kann, sehr international spannen kann und es ist an anderen Stellen einfach versäumt worden. Diese Netzwerke gibt es möglicherweise, aber sie sind sehr elitär, wir kommen nicht dran, sie sind nicht nahbar und sie finden nicht in sozialen Netzwerken statt. So. Und wie will ich mich darüber informieren? Wie will ich dann diese Leute finden, mit denen ich mich vernetze? Das machen die natürlich zum Beispiel, wenn die bestimmte Aktionen planen, also im aktivistischen Spektrum, da findet das statt. So. Aber auch da muss man sagen, also wir können, glaube ich, das Netz, das Digitale nicht losgelöst sehen von dem, was im Analogen passiert. Klar. So, ich glaube, der Fehler wird halt immer noch gemacht, dass man sagt, das ist das Digitale und das ist das Analoge. Das spielt ineinander, das greift ineinander. Das wird immer dann besonders deutlich, wenn sich so Hasswellen dann über irgendwen ergießen, aber das nutzen wir nicht in einer positiven Weise. Man könnte es aber auch in einer positiven Weise nutzen. Man muss es halt nur tun, das passiert aber nicht. Sondern es ist einfach immer nur so, dass wenn etwas Negatives passiert, dann reagieren wir darauf. Das heißt, wir sind immer hinterher, wenn wir immer nur reagieren, wenn wir nicht selber Themen setzen, wenn wir nicht selber versuchen, ne, wenn jetzt als Politiker oder Politikerin, wenn die nicht selber versuchen, irgendwie Themen zu setzen, Mehrheiten zu bilden, sich zu erklären und mitzuteilen, ja, und auch mal zu sagen, so hier, wir wollen das und das machen, das sind die Gründe, keine Ahnung, aber das passiert ja alles nicht. Und wir haben immer noch ein, finde ich, auch grundsätzlich sehr autoritäres Machtverhältnis und auch Politikverständnis, ja, also die da oben machen und wir verstehen nicht so richtig, was das ist und was das soll. Und dann haben wir Journalistinnen und Journalisten, die sollen das erklären und so. Und um den Rest kümmern wir uns nicht. Diese Hierarchien, die sind einfach in anderen Stellen, sind die viel flacher, viel nahbarer, die Leute. Und da muss man hinkommen. Das Problem ist aber, dadurch, dass so viel Hass schon im Netz ist, der sich dann auch wieder ins reale Leben überträgt, haben ganz viele Menschen, die eigentlich solche positiven Mehrheiten schaffen wollen nicht mehr in sozialen Netzwerken sein, weil sie da permanent nur angegriffen werden und dann auch permanent sehr alleine gelassen werden, wenn sie angegriffen werden. Und das sieht man im Kleinen wie im Großen. Also ein ganz banales Beispiel. Ich komme jetzt mal mit Fußball. Sobald es bei Zeig das wunderbare Welt des Fußballs um Frauenfußball ging, gab es immer Sprüche, die misogyn und sexistisch waren. Immer. Und natürlich äußern sich dann darunter weniger Frauen. Weil warum soll man sich dem aussetzen? Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, da präsent zu sein. Ja, da hat gar keiner Bock drauf. Absolut. Ich würde gerne ein etwas positiveres Beispiel auch noch zusätzlich anführen. Also ich finde, wer noch ganz clever kommuniziert in den sozialen Medien, ist Robert Habeck, finde ich. Das muss man mal lobend erwähnen, weil er wirklich relativ transparent und auch auf eine, na gut, unterhaltsam weiß ich jetzt nicht, aber er versucht zumindest Dinge zu erklären und vielleicht auch mal in Worten, die man versteht. Und manchmal mache ich mir den Spaß, wenn ich was interessant finde, dass ich dann mal einen positiven Kommentar da lasse. Da hat man dann natürlich relativ schnell die 5 Hanseln, die sagen, deine Schaukel stand zu nah an der Wand oder so, wie neulich erst geschehen. Da ist dann aber auch relativ schnell eine relativ große Gruppe von Leuten dabei, die mit die Argumentation, also wenn man sich dann mal die Mühe macht, mit denen zu diskutieren, die mit die auch die Argumentation übernehmen. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es so in Ansätzen manchmal versucht wird, nur diese Welle, das sagtest du ja gerade, dieser Hass, der schon da ist, das ist, glaube ich, auch eine Menge, gegen die man relativ schwer ankommt. Und da ist natürlich Community Management gefragt. Nora, du hast gerade eine indifferente Kopfbewegung gemacht, die ich gerne erklärt haben möchte.
Naja, also all die Menschen, die auf die Straße gehen können, ne, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, die könnten natürlich auch ihre Zeit da rein investieren, wenn sie denn in sozialen Netzwerken unterwegs sind, da zwischendurch mal aktiv zu werden. Man muss ja nicht 24/7 sein, aber wenn es da mehr gegenseitigen Support gäbe, wenn wir uns auch äußern würden, wenn wir nicht was zu meckern haben, sondern wenn wir was gut finden, dann wäre ja schon viel gewonnen. Also grundsätzlich ein Verständnis zu haben, nicht nur die Aufregung zu teilen, sondern auch da, wo wir was gut finden, uns mitzuteilen, das würde ja auch helfen. Wobei ich habe den größten Impuls, Reels zu machen, wenn ich mich über was aufrege. Ja, das sind wir alle so. Aber ganz kurz dazu. Für mich klingt das so, als wäre das so eine mögliche Idee, was man vielleicht machen könnte. Nämlich sich nicht einlassen darauf, wenn etwas auf Erregung abzielt, es einfach ignorieren, so schwer es einem fällt. Ja, keine Ahnung, wenn der Papst jetzt sagt, die Ukraine muss aufgeben oder irgendwas, einfach mal es nicht machen, es nicht verteilen, es nicht kommentieren, nicht kein Wutsmiley, gar nichts. Einfach nur komplett ignorieren. Stattdessen die Dinge, die man gut findet, belohnen mit einem Smiley oder einem Herzen und was drunter kommentieren oder es vielleicht teilen. Und alles andere komplett ignorieren. Ich würde jetzt gerade mit meinem Erkenntnisstand sagen, das ist das Einzige, was funktioniert. Außer selbst was Positives hochladen. Das geht natürlich auch. Ja, und die eigene Reichweite für gute Dinge nutzen natürlich. Mhm. Es und zwar ist ausschließlich. Das Problem ist halt, dass, also ich kann jetzt nur, ich versuche mal für uns alle zu sprechen. Mal sehen. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass wir vermutlich so veranlagt sind, dass wir uns auch für Dinge interessieren, die sich nicht in unserem Meinungsspektrum bewegen. Und dass wir auch eben durchaus dieses, ich habe es für ein Hate-Watching genannt, dass wir uns Dinge anschauen, die uns auch wütend und zornig machen. Weil wir wissen wollen, wie die da eigentlich kommunizieren zum Beispiel. Und in dem Moment, wo wir das tun, nutzen wir halt weiterhin unsere, und sind wir trotzdem der Klick und der Aufruf und der View und so. Und das, wir haben noch eine andere Herausforderung. Jetzt sitzen nämlich hier wieder fünf, zumindest jetzt mal weiße Menschen zusammen, die sehr leicht davon reden können, dass sie sagen, ich reg mich da über nichts auf. Gleichzeitig habe ich heute halt bei Threads wieder gelernt, dass eine Kollegin ihm geschrieben hat, ja, ich muss mich aber manchmal aufregen, weil es zum Beispiel darum ging, dass ich nur durch diese Aufregung mitbekommen habe, dass an einem bestimmten Ort, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, kein Safe Space für People of Color ist. Und das ging nur, weil sich jemand darüber aufgeregt hat. Weil ich vorhin geschrieben habe, regt euch doch jetzt nicht über jeden Scheiß auf, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und dann kam, ja, das ist aber in meinem Fall leider anders als bei dir, weißer, bärtiger Mann. Und da hatte sie hart recht. Ich habe zwar genau diese Dinge damit nicht gemeint, als ich das gesagt habe, aber das musste ich dann halt nochmal mitkommunizieren. Insofern tun wir uns schon leicht, wenn wir sagen, nein, lass uns doch einfach nur die positiven Sachen verstärken. Auf der anderen Seite schreibt vielleicht eine Black Person of Color, hallo, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das ist lebensgefährlich, was ihr hier gerade schreibt. Dadurch, ja. Das ist natürlich was anderes, als wenn du das hast oder wenn jemand was raussödert oder eine große Tageszeitung mit vier Buchstaben das ja einplant. Also da sind ja die Schlagzeilen schon darauf ausgerichtet, hoch zu emotionalisieren und dann einzupreisen, dass die Leute das sofort alle teilen, sich darüber aufregen. Und das fördert das dann natürlich. Das ist natürlich etwas anderes, als ob eine, wie soll ich denn sagen, reale Bedrohungssituation oder eine reale Ungerechtigkeit thematisiert wird. Auch dafür ist es ganz wichtig. Wir haben auch Revolutionen erlebt, die im Netz begleitet wurden oder als Hilfsmittel. Ich habe es gesehen, Gavin. Ich höre auf. Ja, wir haben es alle gesehen. Ich wollte dich nicht abbrechen. Das hast du aber deswegen super geschafft jetzt. Ja, ja. Deswegen habe ich mich nicht. Nee, der Alexander ist jetzt beleidigt. Lege los. Grätschen. Was du sagst, ist halt nämlich genau das Ding. Ich glaube, der Zauber ist, wenn wir uns aufregen und wenn wir Emotionen zeigen, dann sind wir schon viel zu weit drin in der Falle. Ich glaube, wir müssen trainieren, den kühlen Kopf zu bewahren. Wir müssen auch im Community Management zum Beispiel. Mein Ding. Gibt es so eine, das ist nicht leicht, aber ich glaube, das ist leider die einzige Antwort, die wir so richtig geben können, immer versachlichen. Also im Community Management gibt es gibt's ja ganz viele so Strömungen und früher dachte man, es wäre witzig, wenn man sich einfach über Rechte lustig macht. Da gab es diesen Weltpraktikanten, als die Welt noch kein Kampfblatt war und dann gab es irgendwie eine Strömung, in der man dachte, man muss einfach nur Gegenrede geben und die ganze Zeit mitdiskutieren. Und inzwischen gibt es eine Studienlage, die sagt, der sinnvollste Weg ist das Versachlichen einer Diskussion. Also
auf die Sachebene des Gesagten gehen, egal wie dumm das ist, und sagen, ist denn das wirklich der Fall? Und in dem Moment ist das der einzige Weg, da irgendwie die Emotionen rauszunehmen, auch wenn das die Diskussion jetzt nicht zwangsläufig zu einer besseren macht, wenn du doofe Rückfragen stellst oder versachlichende Argumente lieferst. Aber am Ende ist das der einzige Weg, Emotionen aus dieser Diskussion rauszunehmen in einer Welt, die hoch emotionalisiert ist. Sag da mal, diese Initiative Ich bin hier, die gibt es nicht mehr in der Form, oder? Die hat aufgegeben. Weil sie eigentlich, wenn das, was ich jetzt hier aus unserem Gespräch mitnehme, eigentlich hat sie zwar Gegenrede gestellt, aber ja dann das Gegenteil bewirkt. Nämlich eine noch größere Verbreiterung des Bullshits in alle Timelines von vernünftigen Menschen. Oder sehe ich das falsch? Nee. Die haben halt Gegenrede gegeben schon auch, ne? Ja, natürlich, keine Frage. Nicht nur. Also man muss dazu sagen, also sie haben sich in einer Zeit gegründet, als Community Management wirklich sehr unterbesetzt war und haben dann auch tatsächlich massiv geholfen, in Diskussionen, die schon ausgeufert waren, wieder ein bisschen Versachlichung reinzubringen oder zumindest zu sagen, okay, ne, hier steht so viel Negatives drunter, wir setzen sozusagen den Gegenpol, damit es wieder so ein bisschen austariert ist. Was ich gut fand immer. Richtig. Und ich glaube, es gibt so einen Punkt, da muss man dran denken an die Leute, und das ist der Großteil der Menschen, die stumm mitlesen. Also die stummen MitleserInnen, die sind wirklich total wichtig. Und wenn die unter irgendeinem Post nur Hate lesen und man sagt, okay, man reagiert da jetzt gar nicht drauf, weil das macht es nur größer, dann haben die den Eindruck, und der bleibt, dass die Welt so ist, dass Menschen so reden, und zwar alle, weil es gibt nichts anderes darunter. Es ist einfach, da ist einfach nur eine Ansammlung von Bullshit. Und das ist halt ein großes Problem, weil das sich auch auf die Leute auswirkt, die eben nicht aktiv beteiligt sind. Deswegen finde ich diese stumm Mitlesenden eine wirklich wichtige und auch relevante Gruppe an Menschen, denen wir auch was suggerieren müssen und die auch erleben müssen, dass zum Beispiel Gegenrede gehalten wird. Also wir sind da in einem totalen Dilemma. Man kann es nicht so stehen lassen. Und das Schlimmste ist, finde ich, dass häufig schon nicht früh genug reagiert wird. Also Community Management wird sehr häufig erst dann gemacht, wenn es eskaliert ist. Und eigentlich muss man von vornherein Präsenz zeigen. Also mit dem ersten Kommentar muss es eine Interaktion geben und es muss gezeigt werden, hier sind Menschen, die sind ansprechbar, wir sehen das, wir lesen das. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Karriere als Community Managerin gehört habe, ach, das liest jemand, ach, hier sitzen echte Menschen. Die Leute sind schon gewohnt, dass sie ihren Frust irgendwo ablassen können. Das liest sowieso keiner. Da sind die überzeugt von, weil sie nie eine Antwort bekommen. Und teilweise sind die unglaublich dankbar, wenn sie Antwort bekommen. Oder die sind völlig irritiert, entschuldigen sich dann auch. Also auch das habe ich schon erlebt, ne? Wenn jemand irgendwie so misogynen Kram gepostet hat und ich gesagt habe, du, funktioniert so nicht, finde ich nicht in Ordnung und so, dann waren so, habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht oder so. Wenn plötzlich Menschen persönlich da sind, dann werden die auch ganz anders. Also, und das liegt aber sehr daran, dass die Erfahrung machen, dass sie eh nicht gehört werden. Also ist auch scheißegal, aber, was sie da machen. Aber Moment, ich finde, das ist schon ein großer Unterschied, ob jetzt eine Aktion, Hashtag Ich bin hier, mit 50 Leuten da reingeht und dann den Job eigentlich des Community Managements macht, dadurch aber den Shit auf verschiedene Timelines verbreitet. Wobei ich das trotzdem toll fand, was sie gemacht haben. Also die Intention ganz super. Ich fand, habe die immer unterstützt und sogar ein Lied dafür gemacht und alles. Aber das ist jetzt momentan mein State of Mind zu dem Thema. Oder ob es so ist, dass ein Community Management von der Zeitung, dem Sender oder irgendwas selbst diesen Job der Gegenrede und der Moderation übernimmt. Denn dann haben wir, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, diesen Effekt nicht. Oder? Dann wird es ja nicht weiter verbreitet und trotzdem ist da jemand da, der oder die den stummen Mitlesern suggeriert oder nicht suggeriert, sondern zeigt, nein, ich bin jetzt da. Und, ja, ist natürlich richtig. Also, denn die Zeitung mitkommentiert, stimuliert das im Zweifel nur, dass noch mehr Leute mitkommentieren, was dann wiederum die Reichweite vergrößert. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Das, was Ich bin hier gemacht hat, hatte also im Endeffekt im Zweifel auch den Effekt, dass einfach noch mehr Leuten dieser Inhalt angezeigt wurde. Ich habe eben noch darüber nachgedacht, diese stumme Mehrheit, weil, also um das mal kurz einzuordnen, also man sagt, 1% der Leute, die den Inhalt sehen, sind die kommentieren, und das ist kein
repräsentativer Prozent, mhm. sondern in der Regel der Prozent, der die stärksten Emotionen hat. Mhm. Und das ist erstmal schlecht, weil das dazu führt, dass wenn ich jetzt irgendwie samstags morgens um 8 Uhr beim Kaffee mal durch Facebook scrolle und dann bei der Tagesschau Kommentare lese, dass ich, wenn ich da nicht gerade mit einem professionellen Blick, sondern mit einem müden Blick drauf schaue, nicht sofort reflektiert kriege, dass die Leute, die da kommentieren, jetzt kein sauberer Schnitt durch die Gesellschaft sind, sondern eben die Leute, die der eine Prozent sind, die sich berufen fühlen zu kommentieren und von denen eben dann auch noch die, die die stärksten Emotionen haben. Und das ist super gefährlich und ich glaube aber, dass das Ich bin hier nur so mittelmäßig auflösen konnte, sondern ich glaube, es muss das Community Management der Zeitung tun. Ja. Und da gibt es leider nicht viele Optionen, außer das muss passieren. Oder und Kommentare abschalten, einfach. Oder Kommentare abschalten, ja. Why not? Ja. Oder entsprechend Fehlinformationen löschen. Also bei uns in unseren Social Media Kanälen auf der Homepage, YouTube oder auch auf Facebook, wenn da falsche Informationen gepostet werden, ist es in der Regel so, dass unser Community Manager, also ich, dann mal guckt, was findet denn da sonst auf dem Profil statt, was wird da sonst gepostet und wenn dann klar ist, dass es eine ganz klare politische Ausrichtung gibt, dass es da sexistisch ist, rassistisch ist, gegen Minderheiten ist, dann diskutiere ich da auch gar nicht mehr oder denke, oh Gott, wenn das jetzt gelesen wird, ich muss dagegen, sondern ich lösche den Kommentar und blockiere den Kommentator, weil es gar keinen Sinn macht, wenn jemand da seit Jahren sein Leben damit verbringt, solche Kommentare überall reinzuposten, die ihn noch überzeugen zu wollen. Wenn ich den Eindruck habe, da hat sich jemand vertan oder eine Statistik falsch gelesen, argumentiere ich immer gerne, aber es ist sehr schnell, sehr gut zu erkennen, wo die Reise hingeht. Ja, also ich versuche allerdings schon sozusagen mit positiver Verstärkung zu arbeiten. Also Beispiel, wenn jetzt auf Threads oder sonst irgendwer jemand von der SPD irgendwie was Positives raushaut und findet es gut, dann teile ich das weiter und lasse auch noch einen positiven Kommentar da. Weil ja auch für diese Menschen aus der Politik, die versuchen, in den sozialen Medien positiv zu agieren, total wichtig und schön ist, wenn sie auch Rückhalt kriegen. Also wenn sie dann 50 Leute haben, die da ein Clown-Smiley da lassen, dann ist es halt nicht so schön, als wenn da irgendwie ganz viele Leute sind, die sagen, jawohl, das ist ein richtiger Weg oder da kann man drüber diskutieren, finde ich aber interessant oder sonst irgendwie positiv und konstruktiv agieren. Da sollte man vielleicht wirklich ab und zu, wenn man kann, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen Zeit investieren. Und ich finde es absolut gerechtfertigt, wirklich, weil hier gerade genickt wurde, aber es nicht laut gesagt wurde, einen Kommentarspalt einfach zu schließen. Also ich habe das jetzt relativ oft gemacht, wenn ich irgendwelche, also ich hatte zum Beispiel das Buch von Raoul Krauthausen empfohlen und habe dann darunter dermaßen behindertenfeindlichen Kackscheiß gelesen. Ich kam wirklich mit dem Löschen auch gar nicht mehr nach und habe dann Kommentarspalten geschlossen, habe ein Edit ganz oben drüber geschrieben, Kommentarspalte ist geschlossen, weil. Und ich finde das, ehrlich gesagt, einen ganz legitimen Weg, einfach hier eine Linie zu ziehen und zu sagen, nee, das geht so nicht. Und dann konnte ich halt in aller Ruhe das auch aussortieren und alles, was mir nicht gepasst hat, löschen und blocken. Was heißt mir nicht gepasst hat? Also, was ich unangemessen fand. Und ich mache das seitdem wirklich relativ schnell, ehrlich gesagt. Also, wenn da mehr als ein Dutzend Leute kommen, die sich dann ja auch gegenseitig verstärken, wo immer mehr kommen und immer mehr kommen, weil sie kommentieren, andere sehen, dass sie kommentieren, dann setze ich da sofort einen Riegel davor, weil ich überhaupt gar keine Geduld mehr habe, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass auch das hoffentlich irgendeinen Effekt auf Mitlesende hat, wenn sie sehen, es geht, es wird jetzt hier nicht mehr kommentiert und oben steht, warum? Hoffe ich zumindest. Janora? Ich würde voll gerne nochmal das unterstreichen, was Alexa gesagt hat, damit es nicht untergeht. Und ich glaube, dass diese Proteste zum Beispiel gegen Rechtsextremismus, da gibt es ganz viel dran zu kritisieren. Aber das, was sie gezeigt haben, ist den PolitikerInnen, die sich auch sehr alleine fühlen, also die auch seit Jahren zum Beispiel schon angegriffen werden, dass die sehen, dass sie einen Rückhalt haben in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, total wichtig. Weil wenn sie glauben, dass sie auf verlorenem Posten stehen, dann verlieren die auch die Motivation. So, ne? Also wofür sollen sie es denn dann noch machen? Das heißt, es ist total wichtig zu zeigen, dass man da ist, dass es eine Mehrheit gibt für diese Haltungen, die da wirklich gegen Widerstände durchgeboxt werden. Wir erleben immer mehr KommunalpolitikerInnen, die ihre Jobs aufgeben, weil die sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und also gerade in kleinen Kommunen, die dann wirklich auf einer sehr persönlichen Art und Weise angegriffen werden. Mhm. Und ich glaube, man darf diese Wirksamkeit, die man hat, mit positiver Bestärkung, die kann man gar nicht überschätzen. Ja.
Das passiert viel, viel, viel zu wenig. Das muss eigentlich viel mehr passieren. Im persönlichen Gespräch von mir aus ist es im Prinzip am Ende egal, wo das passiert. Aber dieses persönliche Wertschätzung ausdrücken ist unglaublich wichtig, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, okay, das Umfeld suggeriert gerade was ganz anderes, müssen sich die Menschen zu Wort melden, die sagen, ich verstehe gerade das Problem nicht, ist doch irgendwie, ne, ist meine Meinung oder ich bin der gleichen Meinung, ich würde das total unterstützen, was ist denn hier eigentlich los? Damit nicht immer andere Personen das Gefühl haben, sie seien in der Mehrheit und sich damit eben Mehrheiten andichten, die sie gar nicht haben, nur weil sie eben lauter sind. Ja. Da kam eine interessante Frage im Chat. Mal eine Frage, sagt Hexchen Luna. Bringt es was, wenn man Hashtags klaut und darunter dann was ganz anderes postet? Was sagen da die Fachleute dazu? Ja, im Zweifel schon. Ich glaube nur die Zeit von, also ich glaube so ganz generell, die Zeiten der Hashtags sind so ein bisschen vorbei, leider. Also wir suchen nicht mehr nach Hashtags, sondern wir kriegen die Inhalte ausgespielt, weil irgendeine Instanz glaubt, dass sie für uns interessant sind. Und dementsprechend, also früher hat das geklappt. Es gibt leider immer wieder Beispiele, bei denen es auch heute noch so der Fall ist, bei dem dann irgendwelche Dinge, die einem Regime zum Beispiel unlieb sind, der Hashtag geflutet wird, damit man danach nicht mehr suchen kann, wenn da irgendeine Nachricht eben gerade der Fall ist oder eine Lage, wie man sagt, entstanden ist. Aber im Grunde ist eigentlich der Hashtag nicht mehr das Mittel der Wahl, um zu clustern. Das heißt, ich muss bei meinen Postings nicht mehr immer Hashtag Shawn Mendes drunter schreiben. Das bringt gar nichts. Okay. Ja, Shawn Mendes hieß der. Stimmt, ich habe gestern noch überlegt, wie der hieß. Ja, Shawn Mendes. Genau. Toll. Der amerikanische Justin Bieber. Genau. Es muss halt genug Leute geben, ne? Also das ist immer der Punkt. Es muss genügend anders geframte Postings dann geben. Also wenn eine kleine Community von 50 Leuten jetzt sich aufmacht, wird es halt schwierig, gegen ein weltweites Netzwerk zu agieren. Angolana schrieb gerade, sehr treffend irgendwie, könnte man sagen, das Internet ist kaputt. Nee, ist es nicht. So, Alexander, warum denn nicht? Da bin ich auch gespannt. Jetzt sind wir aber mal gespannt, Alexander, warum das Internet nicht kaputt ist. In Teilen ist das Internet ziemlich problematisch und ich glaube, wir haben sehr viele der problematischen Teile ja hier thematisiert. Ex ist kaputt und auch der Besitzer hat etwas zerstört. Ja. Eine, ich möchte sie destruktive Sicht auf die Welt so möchte ich das mal formulieren, sehr subtil. Das möglichst wertneutral zu formulieren, was es nicht ist. Aber ich habe dir das ja auch geschrieben, Tommy. Du hast vor ein paar Tagen, Wochen wieder so eine Diskussionswelle bei dir auf deinem Profil gehabt und hast eigentlich nur was Positives schreiben wollen. Und dann plötzlich haben sich da irgendwelche Menschen unter dir, unter diesem Posting da abgearbeitet. Und dann sind das, ich übertreibe jetzt mal 438 Kommentare und dann sagt man, Mann, da ist jetzt richtig was los und da gibt es so viel böses Blut. Und dann habe ich dir irgendwann geschrieben, dass ich im Moment ganz, ganz zurückhaltend geworden bin, im Netz Inhalte zu posten, außer den Dingen, die wir so tun, also Werbung zu machen. Genau. Echt positives. Katzenbilder. Katzenbilder, sowas. Aber eben die Relation zwischen diesen, bleiben wir mal bei 500 Kommentaren, zu der Downloadrate unserer Podcasts ist halt eine ganz andere. Und wenn ich dann sehe, dass die allermeisten Menschen, die das hören und dann nicht kommentieren, das gut finden oder es so schlecht finden, dass sie nicht. Also Kommentare kriegst du ja immer von Leuten, die es besonders gut finden, wie meiner schon gesagt hat. Oder die es hassen wie die Pest, Wie die Pest. Und der Rest hört sich das an und für den ist es okay. Und da ist die Reichweite, die ja sehr, sehr konsistent ist, einfach in einem ganz anderen Verhältnis. Und ich würde diese Menschen, diese Zahl X, oh Gott, diese Zahl Y, nicht erreichen können, wenn es das Internet nicht gäbe und wenn wir nicht selber senden könnten und positive Dinge im Netz verbreiten könnten. Ja, diese Art Internet halt, aber das, ich finde, das eine bedingt das andere. Also es ist ja immer leider, eine Frage, das Internet ist eine Technologie, ich habe das, glaube ich, heute irgendwo im Fediverse auch geschrieben, im Huxley-Account, das Internet ist eine Technologie und die Technologie ist so gut oder so schlecht wie die Menschen, die sie benutzen. Und wir haben jetzt so eine... war aber gar nicht redaktionell mit mir abgesprochen, der Post. Könnt ihr das nachher besprechen? Könnt ihr das nachher? Bitte nachher besprechen. Montag setzen wir uns hin und dann wird der Rest. Und dann wird das einmal, wird jeder das Posting einmal durchgesprochen. Anzeige ist raus. So ist das bei euch, okay. Finn, zurück zu deinem Punkt bitte, Alexander. Ich glaube, es ist nicht möglich, aber versuch's. Genau, wir müssen nur realisieren, dass es eher eben destruktive Kräfte gibt, die das sehr, sehr gut verstehen. Und wir müssen als
positive Kräfte, da würde ich uns mal gerne alle drunter subsumieren, das jetzt auch verstehen und addieren. Und Tageszeitungen und Söders und Merzens, die populistischen Kram sagen, weil sie wollen, dass wir uns darüber aufregen, das dann noch größer machen. Also nicht meine, Herr Merz bekommt nicht meine Reichweite. Genau. Nichts von dem, was er sagt, bekommt er meine Reichweite. Ja. Und ich versuche, positive Inhalte zu stellen. Kannst du da so Aufkleber mitdrucken, keine Reichweite für Merz? Oh, das ist ein Kanzelstelle, ein guter Merch. Das wäre was für die Hakis. Ich glaube, das kannst du besser als Merch. Keine Reichweite für Elon. Hier ist noch eine Frage. Wir müssen langsam mal ein bisschen zum Ende kommen und wir haben noch einige Sachen, auf die wir hinweisen wollen. Ja, Gavin, auch das. Ich wollte auch nur zu diesem Internet des Kaputtsatz kommen. Ja, ich glaube, das Internet fühlt sich vor allem deswegen kaputt an, weil wir Teile des Internets früher mal anders benutzt haben. Also kaputt nur in dem Verhältnis, wie es früher mal war. Ich glaube, wenn wir, also es gibt auch diesen Satz, wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz, mit 40 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Und ich glaube, es ist mit dem Internet so ähnlich. Also wer mit 20 das Internet nicht liebt, hat kein Herz, aber wer mit 40 das Internet nicht hasst, hat eigentlich keinen Verstand. Also ich glaube, man muss das auch ein bisschen, alles ein bisschen schlimm finden, wenn man jetzt im Internet noch 5 Jahre? Ich wollte gerade sagen, 5 Jahre hat er noch. Was ist denn dann bei mir? Ich bin jetzt 51, was mache ich da mit dem Internet? Ja, du hast es doch schon. Ich schaffe es ab, oder was? Hat man in dem Alter noch Emotionen, ist ja die Frage. Nein, die sind vorbei. Ich spüre gar nichts mehr. Wenn ich mit Alexander Sea of Thieves spiele und uns dann ein 14-Jähriger versenkt, da spüre ich dann noch ganz kurz was. Da spüre ich noch was und dann höre ich auch von ganz weit weg, wo Alexanders wohnen. Alexanders habe ich schon gesagt. Alexen wohnen, höre ich dann so das Schreddern der Festplatte. Da spüre ich noch was. Sea of Thieves ist sowas wie Flottenmanöver, ja? Richtig, und du wirst demnächst zu unserem Stream eingeladen. Und du natürlich auch, Nora, wenn du spielst. Versenken, ja. Ja, ja. Genau. Ich werde dabei sein. Sehr gut. Ja. Oh Gott, diesen Alias kann ich nicht lesen. Ist das irgendwie rückwärts? Billy Eilish rückwärts, meine Fresse. Also. Die kommt auch zu? Ja, aber mit dem Rücken zu uns, sonst wäre es ja richtig rumgeschrieben. Sitzt in Australien heute. Ich stelle jetzt einfach mal diese Frage. Wie viel Prozent der Pro-AfD-Kommentare sind denn von echten Menschen? Das weiß ich leider nicht. Vielleicht gibt es eine Studie drüber. Sind das wirklich künstliche, also wirklich Bots dann teilweise? Das würde ich nicht ausschließen und ich würde noch einen draufhängen, wie viele der Accounts, die diese Kommentare schreiben, gehört denn eigentlich zu wie vielen Menschen? Also auf wie hoch ist die Quote von Mensch zu Account? Und was hat Putin damit zu tun? Auch das ist eine legitime Frage an dem Punkt. Ist das ein eigenes Thema fast schon, dass wir sagen, Bots und Trolle? Ja. Die machen wir aber, wenn die KI die Sendung für uns dann einfach macht. Uns dann nicht so aufregen müssen. Ja, da könnt ihr auch gerne. Du brauchst am Ende ja keine Bots, ne? Aber mit KI kannst du halt relativ schnell verschiedene Accounts befüllen. Und ich meine, wenn du 10 Accounts hast, mit denen du dann immer wieder irgendwelche Inhalte teilst. Es gibt auch diese krassen Fotos. Ich habe nicht gecheckt, ob sie fake sind oder nicht, aber wo Menschen vor zig Smartphones sitzen und dann da einfach nur so zack, 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 zack irgendwelche. Ja. Also es gibt die technischen Möglichkeiten, Menschen werden dafür bezahlt, genau solche Inhalte zu verbreiten, ob es jetzt für Werbung ist oder für irgendwas anderes. Im Prinzip kann man sagen, ich glaube, alles das, was vorstellbar ist, kann man in diesem Internet auch machen. Und das müssen nicht Bots sein. Vielleicht sind Menschen da noch effizienter, was das angeht. Aber es geht ja auch gar nicht. Also für Reichweite muss ich ja nicht viel machen. Ich muss ja nicht kommentieren. Ich muss ja nicht mal irgendwie sinnvolles, gehaltvolles Zeug da reinschreiben. Ich brauche im Zweifel ein Emoji und dann muss ich irgendwas teilen, also reposten, in welcher Form auch immer. Und das macht dann Reichweite. Also dann lasse ich es eben laufen. Dann habe ich da eben irgendwie drei, keine Ahnung, halb kaputte Handys liegen, auf denen dann nur TikTok läuft oder so. Ist doch eigentlich auch, also ich habe nicht mal ein großes Investment, das ich da tätigen muss. Das ist einfach billig. Das ist doch ein guter Schuss, das ist einfach billig. Persönlich. Vollfarmen sind einfach billig. Ja. Wir sollten alle dieser Stream, weil keiner Gagen kriegt. Ach, wir sollten eine positive Trollfarm gründen. Ich kaufe mir jetzt 50 Handys und kommentiere alles, was ich schreibe, positiv. Immer. Ich wusste, dass du es schaffst, zu dir und deinem Scheiß zurückzukommen. Jetzt habe ich kurz gedacht, du sagst dann irgendwie sowas wie, und dann kann ich die ganzen positiven Dinge unterstützen. Nein, es geht um deine fucking Postings.
So ist es. Ich finde übrigens bemerkenswert, dass wir die ganze Zeit nicht, und das ist eigentlich so ein bisschen der Elefant im Raum, sorry, wenn ich jetzt deraile ich, sorry Tommy. Macht ja nichts. Wir haben nicht eine Minute darüber gesprochen, dass in den USA ein TikTok-Verbot vor der Tür stehen könnte und was das für uns bedeutet. Da war doch Haken dran. Ja, das hat mit uns doch gar nichts zu tun. Das ist dein Podcast. Du bist gerade zu Gast bei uns, Gavin. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass das ein Thema ist. Definitiv. Aber warum Erfolg für ihn? Wenn du über den Erfolg der Rechten in Social Media sprechen möchtest. Was? Bitte? Nochmal. Was? Das Lass TikTok verboten wird. Lass den Jungen nochmal ausreden, mein Gott. Was redet? Okay, los. Also pass auf. Es gibt ja diese Studie, nach der die AfD mit im Durchschnitt 430.000 Aufrufe bei TikTok erzielt und damit Platz 1 der politischen Parteien ist. Mhm. Auf Platz 2 ist die FDP mit 40.000 durchschnittlichen Aufrufen, also ein Zehntel im Schnitt. Das heißt, das, was TikTok eigentlich ja befördert, ist eben, das habe ich in meinem Anfangsplädoyer auch schon mal gesagt, aber was TikTok ja befördert und unterstützt, ist die starke Verkürzung von einfachen Antworten auf komplexe Fragen und die starke Emotionalisierung zu Themen aller Art. Ja. Das heißt, TikTok ist eine Plattform, die eigentlich der perfekte kleine Kasten für Radikalisierung ist. So, gerade wenn du Algorithmen nimmst, die ganze Zeit nur verstärken. Mhm. Wenn aber jetzt anfängt, das Interesse an TikTok zum Beispiel nachzulassen, weil es dort keine amerikanischen Inhalte mehr gibt, weil in den USA TikTok nicht mehr erreichbar ist, dann wird das auch bei uns einen großen Unterschied machen, wie die Leute TikTok benutzen. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, so. Schuhstar Gavin Kahlmeier. Genau. Ist das denn der, ich bräuchte halt einen zweiten Grund, Schuh, aber... Aber ist das denn der Grund, warum jetzt dann Elon Musk nochmal Morgenluft sieht, um da weiter jetzt über sein Netzwerk zu radikalisieren? Weil dann ist er ja derjenige, der die Option hat, die entsprechenden Inhalte zu teilen. Ihm ist halt bislang weitestgehend egal gewesen, was außerhalb der USA passiert. Ja, okay. Und er hat ja mit nichts Erfolg letztendlich, oder? Hat er mit irgendwas Erfolg? Mit Autos. Nein, ich meine jetzt bei X. Hat irgendwas von seinen Dingen schon wirklich funktioniert? Die Frage ist, was Erfolg für ihn ist. Also die Frage ist, wie er Erfolg definiert. Erfolg ist für ihn eine andere Definition von Erfolg als für die vorherigen Besitzer. Aber dass er viel Likes bekommt, scheint mir ein ganz relevanter Punkt zu sein. Und dass er das Ding so im Griff hat, dass er sagen kann, meine Scheiße wird viel gesehen. Ja, oder dass in den USA er damit den politischen Diskurs mitgestalten kann. Und das schafft er derzeit ganz gut. Ja. Also nur wie das Ego. In Europa passiert, ist ihm ziemlich egal. Ja, genau. Und wie es in anderen Ländern aussieht eben auch. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, was tatsächlich da alles zerstört worden ist, außerhalb unserer gemütlichen kleinen deutschen Blase. Dass X oder früher Twitter einfach ganz essentiell war. Und das konnte man als erstes sehen beim Erdbeben in der Türkei, dass eben genau organisiert werden konnte. Man konnte das im Iran sehen, dass bestimmte Menschen ihre Sachen, also in Iran war es wirklich dramatisch, weil die Leute keine Reichweiten mehr hatten, die auf ihre Situation in Iran aufmerksam machen wollten. Die mussten die Netzwerke wechseln. Das hat bis jetzt nicht gut funktioniert, muss man sagen, weil Meta sagt, wir sind nicht politisch, wir wollen keine politischen Inhalte, wir wollen damit nichts zu tun haben, obwohl die natürlich hochpolitisch sind. Diese Probleme, die sind vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, die interessieren auch einen Großteil der Menschen nicht, was ich ebenfalls bedauerlich finde, weil das schon deutlich größer ist und da habe ich eben den Anschluss ein bisschen verpasst, weil wir dann wieder abgebogen sind, aber die Frage, die Alexa da gestellt hat und sich gefragt hat, warum zitieren wir eigentlich so viel aus einer bestimmten Plattform, die damals nämlich Twitter war und die immer noch, also diese Tweets, die hängen ja immer noch in ganz, ganz vielen Artikeln drin, ja, in Deutschland, weil es so einfach war, da kurze prägnante Thesen inhaltlich in Seiten einzubauen von überall und damit auch zum Beispiel Seiten layout-technisch zu strukturieren. Die haben so Absätze, das war ein Layout-Element, ne? Diese Embeds. So, und vieles konnte man nicht gut embedden. YouTube war irgendwie zu groß, hat zu viel Platz weggenommen und so. Aber Tweets konnte man immer super embedden. Das war nicht viel Text, da war mal ein Bild dabei oder so, das sah super aus, zack, fertig. So. Und damit hat man natürlich auch einen Job gemacht, das zu verbreiten und das jetzt rauszukriegen, zum Beispiel aus den Seiten, weil Twitter jetzt X heißt und weil da ein Antisemit rechtsextreme Parolen verbreitet und auch transphobe und auch rassistische Takes. Das macht halt keiner, also die Mühe macht sich eben aktuell noch keiner. Deswegen ist es immer noch da drin, es wird immer noch zitiert und das ist halt auch problematisch und es zeigt einfach, wie wenig uns interessiert, was mit anderen Menschen auf dieser Welt passiert und was, also wie bedrohlich die Veränderung für die war, die eben nicht in Deutschland leben. Ja, wichtiger Punkt. Ja.
sorry, den Punkt musste ich nochmal. Ja, der ist super, super wichtig und mit einer der niederschmetterndsten Dinge in diesem ganzen Themenkomplex. Ich behalte trotzdem in meinem Hirn positive Dinge verstärken, negative Dinge, die sich, die offensichtlich auf unsere Erregung abzielen. Selbst wenn die Erregung der Gotteszorn ist, mein Gott, was hat denn der Söder wieder für eine Scheiße geredet? Nicht darauf reagieren. Don't. Auch einfach nicht machen. Bewusstes Ignorieren als Maßnahme. Ja, oder zumindest Gegenthesen setzen. Ne? Also aber nicht unter diesem, Posting. Ja. Nee, aber ein Thema setzen. Also ein Thema setzen, was wirklich inhaltlich damit zu tun hat. Also statt irgendwie populistische oder Symbolpolitik zu verbreiten, einfach zu sagen, so, wir haben hier ein Problem mit dem und dem und wir brauchen hier eine Lösung, eine politische und wir müssen da, keine Ahnung, wir brauchen, müssen darüber reden, ja. Also, und das Thema ist nicht menschenverachtend, sondern das Thema ist Sozialpolitik, meinetwegen. Also, und in allen, und das ist ja das Spannende, in allen Umfragen oder in allen Studien wird gesagt, eine gute Sozialpolitik hilft gegen Populismus. Ja. Ja? Das heißt, ist sogar bis zu mir durchgedrungen. Genau. Das heißt, das sind die Themen, die wir eigentlich besprechen müssen. Und da können wir uns auch gerne drüber streiten, ja, aber nicht populistisch. So, sondern lösungsorientiert. Und das wäre, glaube ich, eine Aufgabe, die auch zum Beispiel an Medienschaffende geht, aber die eben auch an Privatpersonen geht. Gavin kriegt schon wieder Post. Ich finde das auch einen ganz, ganz relevanten Teil der Diskussion. Der kommt auch immer wieder in Social Media von der vernünftigen, vom vernünftigen Teil der Menschheit rüber. Sie sagen, macht doch eine Politik, eine Sozialpolitik, die weniger Menschen frustriert. Und zwar gerade Leute, die Hilfe brauchen, Leute, die ja aus diversen Gründen frustriert sind, aus Gründen. Also nicht, ja, also nicht, weil sie jetzt gegen Ausländer sind, sondern die frustriert sind und dann ein Ventil suchen. Und ich weiß noch nicht, wir müssen da mal irgendwie einen Namen dafür finden, der als Überschrift taugt, um darüber zu sprechen, weil es sich mir nicht erschließt, warum das nicht passiert. Weil, also alle Leute, die sich damit auskennen, Forschung, egal was, scheinen das gebetsmühlenartig zu sagen und das nicht erst seit gestern. Und es ist mir völlig unklar, warum das nicht passiert. Ich habe dafür keine Parteiinteressen. Ja, aber was ist denn da sind wir wieder bei der Politik. Also da sind wir wieder bei der Politik. Genau. Damit haben wir ja auch hier angefangen. Ja, ja, dann sollten wir auch damit aufhören. Genau. Wir müssen zum Ende kommen, weil Alexander in 14 Minuten eingeschlafen ist. Richtig. Also um 22 Uhr schläft Alexander ein. Und wir müssen vorher einmal noch unbedingt mitteilen, was Nora, Gavin und Co. Hier denn eigentlich so empfehlen würden. Wo findet man eure Sachen? Was macht ihr denn ansonsten so? Oder sind es auch andere Sachen von Leuten, die ihr empfehlen wollt? Hau raus, Gavin, du fängst an. Du hast doch da so einen Podcast, habe ich gehört, aber der läuft nicht so gut, ne? Nee, aber ich habe mal einen Podcast, den kann man sich anhören. Ich habe mir morgen früh um 6 Uhr Haken dran, neue Folge habe ich zusammen mit Dominik Hammes. Mir das komplette Interview mit von Don Lemm mit Elon Musk angeschaut. Und dein Leben möchte ich nicht haben. Nee, ich kann das nicht empfehlen. Also Dominik hatte noch schlechtere Laune als ich. Es gab viel, viel, viel Verzweiflung heute. Ist das Ganze denn überhaupt sichtbar? Ich dachte, der hätte das. Das ist komplett bei YouTube. Es ist auch bei X hochgeladen worden, allerdings mit einer großen Verzögerung, weil er Fehlermeldungen bekommen hat, komischerweise. Fehlermeldungen? Ja, beim Upload. Don Lemon wollte das Video bei Twitter hochladen, hat Fehlermeldungen bekommen. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist kein Witz. Ja. Aber der wurde doch von Elon Musk bezahlt, oder? Oder war das nicht so? Ist das nicht so ein Kanal? Ja, der sollte eigentlich, genau, eigentlich sollte, da gab es eine Kooperation zwischen X und Don Lemon, dem ehemaligen CNN-Journalisten. Den Deal hat Elon Musk dann platzen lassen nach der Aufzeichnung des Interviews, weil ihm die Fragen von Don Lemon nicht gefallen haben. Meinungsfreiheit, geil. Ja. Okay, also der Haken dran Podcast, morgen um 6 erscheint der. Ja, den kann man sich aber auch noch um 8 anhören, wenn man da noch steht. Das ist beim Podcast ja Wahnsinn. Wie heißt das gleich nochmal, Alexander? Zeitsouveränes Nachhören. Danke, Alexa. Ja, entschuldige, ich hätte natürlich auch Alexa fragen können, aber ich höre es in meinem Hirn immer mit Alexanders Stimme. Und Nora, man kann den Haken dran Podcast übrigens auch finanziell unterstützen. Ich dachte, unterstützen. Gavin hätte noch ein bisschen was zu empfehlen. Ach so, Gavin, hast du noch was zu empfehlen? Du musst das jetzt schamlos machen alles. Ich muss das machen. Ja, ja. Ja, ja, nu.
Man kann das finanziell unterstützen, sagt Alexander. Und auf hackern.org gibt es dort nämlich Patreon und Steady und vor allem gibt es einen Discord. Oh, das kann ich wirklich ganz gut sagen. So. Wir haben einen Discord-Chat bei Haken dran und in diesem Discord-Chat sind mittlerweile 750 Leute und ich habe in der Folge wurde ich auch kurz emotional, also angerührt emotional, sagt man so? Angerührt? Ja. Weil in diesem Chat passieren einfach Dinge. Die Leute tauschen sich halt über die Themen aus. Sie tauschen sich über Social Media aus, über die politischen Effekte von Social Media, die sozialen Effekte und es ist halt nicht 750 Leute reden über den Podcast, was mir auch unangenehm wäre, sondern es ist halt wirklich eine extrem großartige Community von Leuten, die sich da alle austauschen und dieser Discord-Chat kostet nichts, macht mega viel Spaß. Hakendran.org findet man den und ihr seid alle herzlich eingeladen. Also die zweittollste Community findet ihr beim Hakendran Discord. Die ersttollste bei Wild Mikes, aber so ist es. Wir haben auch einen Discord, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, der ist natürlich völlig, da kommt ja keiner ran. Discord sowieso super. Discord ist toll. Jetzt Nora. Jetzt ich. Ach du liebes bisschen. Genau. Womit fange ich an? Also ich mache ja sonst so Podcasts und den einen, den ich bezahlt mache vom WDR, das ist der Sport Insight Podcast und den kann ich wirklich empfehlen. Auch Menschen, die sich grundsätzlich nicht für Sport interessieren, weil wir an der Verbindung zwischen Sport und Gesellschaft sozusagen erzählen. Also wir gucken, wo wirkt Sport in die Gesellschaft, wo ist Sport politisch. Es geht um Diskriminierung häufig auch, aber es geht eben um ganz viele andere Bereiche. Und ich höre häufig, dass Menschen sagen, eigentlich interessiere ich mich nicht so für Sport, aber den Sport Insight Podcast, den höre ich, weil ich finde, das, was er da macht, ist total interessant, weil es mir Dinge erklärt, von denen ich bis jetzt nicht viel Ahnung hatte, die ich aber dann spannend finde, wenn ihr sie erzählt. Also von daher... Und das liegt aber nicht daran, dass ich den moderiere, sondern dass wir einfach ganz, ganz tolle Journalisten haben, die ganz intensive Recherchen machen und zum Teil eben über 10 Jahre an bestimmten Themen dran sind und einen ganz großen Erfahrungsschatz haben, den sie da mit uns teilen können. Und ich finde das also jedes Mal unfassbar spannend, diese Themen aufbereiten zu dürfen und dann auch zu erzählen. Ich habe ja noch den einen oder anderen privaten Podcast, zum Beispiel, was denkst du dann, ich kann schon nicht mehr sprechen, was denkst du denn mit Rita Molzberger? Rita ist Bildungsphilosophin, Frau Dr. Rita Molzberger inzwischen, hat in den 7 Jahren, wo wir diesen Podcast machen, promoviert und man muss gar keine Ahnung von Philosophie haben, um uns zuzuhören, weil ich habe auch gar keine. Ich sitze da mit meiner Privatphilosophin und wir tauschen uns. Ist ja wie ich. Ja. Wir tauschen uns dann über die Fragen des Lebens aus. Also wir versuchen wirklich Philosophie alltagsnah zu vermitteln und über die Fragen, die sich uns stellen, die uns im Alltag begegnen, dann zu sprechen. Und Rita hat dann immer ganz viele Sachen gelesen, philosophische Werke. Es gibt eine Literaturliste, die man durchackern kann, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Wow. Also man braucht gar kein Vorwissen. Man darf einfach, sozusagen uns zuhören und das wird manchmal angekreidet, aber wir lachen dann auch. Also muss man darauf vorbereitet sein, wir lachen dann auch, wir finden das mitunter, also weil das Leben absurd ist und weil man über manche Sachen lachen muss und manchmal sprechen wir Kölsch. Wenn man nicht mal weiterkommt, dann sprechen wir einfach Kölsch, das ist dann einfach. Das machen wir auch so hier. Ja, das kann nur keiner von uns, aber wir machen das auch. Und der wird gerade sehr gelobt, also hier kam, Kellgrimmer schreibt, also der, zu dem Sport-Podcast, das kann ich bestätigen, ich schaue keinen Sport, aber der Podcast ist top und Davey Zahl schrieb, oh, da erkenne ich die Stimme, der ist toll, der Podcast, der meinte dich, super Podcast und so weiter und so fort, so viele Podcasts und so wenig Zeit, Lachen im Podcast ist sympathisch und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, meinst du denn, deine Podcast-Kollegin wäre auch mal bereit, wenn wir über philosophische Themen sprechen, vielleicht sich zu uns zu bewegen, obwohl wir wirklich gar nichts zahlen? Ich kann sie gerne mal fragen. Frag sie mal. Wir machen das alle ohne irgendwas zu verdienen an der Stelle. Also mit was denkst du denn, verdiene ich auch nichts. Ich habe dann noch den Podcast Die Anachronistin. Das ist der Podcast über die Lebensgeschichte meines Großvaters Theo Hespers, der während des Nationalsozialismus von den Nationalsozialisten hingerichtet worden ist in Berlin-Plötzensee, in den sogenannten Blutnächten von Plötzensee als Hochverräter, weil er publiziert hat. Und ich, also der hat eine Widerstandszeitschrift, in der er gegen die Nazis geschrieben hat. Und er wollte, dass die Nazis nicht mehr Deutschland regieren, sondern eben eine parlamentarische Demokratie. Und das fanden die Nazis nicht gut und deswegen haben sie ihn dann umgebracht. Und ich habe eben die Akten gelesen und auch seine
Beiträge hier geschrieben hat und versuche das irgendwie im Podcast so ein bisschen nachzuerzählen. Es gibt jetzt seit fast 2 Jahren keine neue Folge, weil einfach sehr viel Leben dazwischen gekommen ist. Ich glaube, wir kennen das alle, dass es so sehr schwierig war, irgendwie in der Zeit noch andere Sachen nebenbei zu machen. Es gibt, glaube ich, 45 oder 46 Folgen, die kann man ja dann erstmal hören. Das sind, glaube ich, so 10, 11, 12 Stunden. Und ein Buch, oder? Genau, ein Buch gibt es dazu auch. Das ist im Prinzip die Backstory zum Podcast. Den Podcast habe ich noch nicht fertig erzählt, weil ich an so einer entscheidenden Stelle bin, an der ich eigentlich Geld bräuchte, um es weitererzählen zu können. Und das will sich nicht manifestieren lassen. Ich weiß nicht warum. Ich mache irgendwas falsch beim Geld. Beim Manifestieren, und zwar, dass du denkst, man kann es manifestieren. Das ist das Problem. Es geht nämlich gar nicht, wie dir zum Beispiel Hoxilla jetzt sofort erklären könnte, wenn der Alexander nicht so müde wäre. Wir haben noch 6 Minuten. Alexander, Alexa, was gibt es denn bei euch? Du hast noch was. Hast du noch was? Nee? Ja, alle in dem Themenbereich, aber das findet ihr auf meiner Website einfach. Wird hier gerade immer wieder kommt norahespers.de #Podcast. Ja. Genau. Also schaut euch das an, ihr merkt schon, da gibt es eine ganz, ganz große Menge von Dingen, die alle so spannend sind und alle eure Aufmerksamkeit erfordern. Und das völlig zu Recht. Das war eine Menge, aber lauter spannende Sachen. Und ich muss dir mein Buch schicken. Ich habe ein Buch geschrieben mit meinem Vater zusammen, das heißt Sportlerkind, abwechselnd mein Vater und ich darüber erzählen, wie er versucht hat, mich zum Leistungssport zu bringen und glorios scheiterte. Okay, gut, das möchte ich haben. Das kriegst du sowas von. Alexa, magst du es zur Abwechslung mal erzählen? Was denn? Was wir so machen? Was soll ich denn? Also, was war nicht abgesprochen, Tommy. Ja, Entschuldigung. Das zur Redaktionssitzung kommen. Das nicht. Gibt es denn jetzt aktuell, keine Ahnung, neue Hoxilla-Folge? Macht ihr diese Woche wieder ein Relive? Ja, Relive morgen. Ja, schau mal. Und ich muss euch darauf hinweisen. Mhm. Was ist denn Relive? Wir hören uns gemeinsam hier bei den Wild Mics auf Twitch alte Huxilla-Folgen an mit euch da draußen und schämen uns in Grund und Boden, lachen sehr viel und werden womöglich noch röter, als ich jetzt ohnehin schon bin. Das ist immer sehr, ich weiß nicht, ob es für euch da draußen unterhaltsam ist. Aber also hier steht gerade, das wird Nostradamus oder Nostradamus. Richtig. Vom 5. Dezember 2010 ist die Folge. Genau. Also, und ihr hört die vorher nicht nochmal an, ne? Ihr hört die auch zum ersten Mal seit dieser langen Zeit. Genau. Ja. Und es gibt sogar ein Bingo. Die Idee ist so gut. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe auch gerade gedacht, das muss mit Rita auch mal machen. Das ist aber, man muss. Die Folge muss von vor 4 Wochen anhören, funktioniert aber nicht. Du musst von Hagenrand von gestern. 2017. Ja, das ist doch super. Ja, gut, dann lohnt sich das schon. Ja, ich mag, also diese Reaction-Geschichten sind mir, also ich mag das nicht so gerne, aber auf mich selber. Man sagte uns, mach doch mal Reaction. Man muss doch jetzt irgendwie reacten. Ja, und Alexander sagte. Wir denn reacten? Da können wir doch nur. Auf mich selber. Auf dich selber. Das ist der Hammer. Das machen wir morgen. Huxilla-Folgen sind auch in Arbeit, aber das ist ja auch langweilig. Und nächste Woche, können wir ja schon mal einen Hinweis geben, sprechen wir über Uniformen. Weil du das wolltest, Tommy. Ja. Heißt es Uniform oder Uniformen? Das fragen wir dann die Experten. Das fragen wir die Experten, genau. Genau. Also wir haben tatsächlich einen Historiker und einen mit Holm jemanden, der sich militärisch sehr, sehr gut auskennt. Da sprechen wir über alte Uniformen. Also wir wollen eigentlich vom Lendenschurz bis zum Super Soldier alles besprechen. In 1,5 Stunden, bevor Alexander runterfährt. Mein einziger Hinweis, den ich zurzeit habe, ist, falls ihr die Serie Kohlraben Schwarz gesehen habt, und die euch gefallen hat, dann könnt ihr was tun, damit die weiterhin existiert. Denn Paramount Plus USA hat die abgesetzt, weil sie damit Steuer sparen. Also nicht nur diese Serie, sondern fast alles, was national produziert wurde, weil es in Amerika die Möglichkeit gibt, dass man mehr Geld verdient, wenn man etwas nicht zeigt. Das soll angeblich in den nächsten 5 bis 1000 Millennia irgendwann geschlossen werden politisch, aber bis dahin ist das leider ein Problem. Und unsere Serie, obwohl sehr beliebt und sehr erfolgreich, hat es auch getroffen und jetzt hat sich eine Gruppe von Fans aufgemacht, dafür sorgen zu wollen, dass das vom ZDF übernommen wird, was inhaltlich und auch von den vom Ensemble her wirklich perfekt passen würde. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann tut ihr nicht nur dem Ensemble und den Fans, sondern natürlich auch mir einen Gefallen. Ich freue mich da sehr drüber. www.kohlrabenschwarz-fans.de.
wenn man da hingeht, dann findet man eigentlich direkt die Möglichkeit, einfach auf einen Link zu ballern und dann einfach dem ZDF mal kurz zu schreiben. Der Tommy Krabbeis hat gesagt, nein, schreibt es bitte nicht so. Schreibt, ich habe von der Serie gehört oder ich habe sie gesehen, ich fand die toll, ich finde, die gehört zum ZDF und jetzt macht doch mal was mit dem ganzen Geld, das ich euch überweise, Herrgott nochmal. Nein, lasst auch das weg. Schreibt einfach was Nettes. Denn die Leute bei der Zuschauerredaktion, die kriegen wahnsinnig viel von den heute schon oft zitierten Nazi-Deppen und Gender-Hassern und so weiter und so fort. Und die freuen sich, wenn sie was Nettes bekommen. Schreibt was Nettes und vielleicht einfach noch dann zwischen dem netten so Sandwich, dazwischen übrigens Kohlrahm Schwarz, muss weitergehen und zwar bei euch. Das wäre ganz, ganz großartig, wenn ihr das macht. Und wenn ihr irgendwelche Möglichkeiten habt, das weiter zu verbreiten, bitte tut das. Also es sind schon ein paar hundert Leute gelandet beim ZDF. Es wurde auch schon wahrgenommen, Kontakt wurde auch schon aufgenommen. Das wäre halt nur schön, wenn es jetzt nicht aufhörte. Das wäre toll. Vielen herzlichen Dank. Das war alles, oder? Ich glaube, das war alles. Das war alles. Vielen, vielen Dank, Nora. Danke, Gavin. Ihr wart zwei ganz, ganz, ganz großartige Gäste und ich bin sehr dankbar, dass ihr so toll erklären könnt. Und ich finde, wir haben uns gar nicht so verzettelt, oder? Hat noch jemand was zum Thema Community Management zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Danke.